Guten Abend, dann begrüße ich alle herzlich hier zu unserem Vortrag und möchte mich zuallererst einmal bedanken, nämlich bei Herrn Dr. Vadatag dafür, dass er hier ist und heute diesen Vortrag für uns hält und bei unserem Universitätspräsidenten, Herrn Prof. Dr. Jeckel, dafür, dass er heute sich bereit erklärt hat, das Grußwort zu halten. Die Idee zu diesem Vortrag ist uns auch gekommen, als der Herr Dr. Lüders im letzten Semester eine Gastprofessur an der Uni Trier antrat. Unsere Kritik haben wir dort geäußert, sie wurde auch gehört. Und mit diesem Vortrag wollen wir dieser Kritik dann nochmal eine wissenschaftliche Substanz geben, sozusagen. Der Vortrag soll aber nicht nur eine Antwort auf den Herrn Dr. Lüders sein, sondern auch auf eine meines Erachtens Fehleinschätzung der Politikwissenschaft, nämlich, dass nur Nordkorea der einzig totalitäre Staat auf der Erde sei. Hier als Beispiel genannt sei der Herr Dr. Professor Dr. Wolfgang Merkel, der zwar in dem, was er schreibt, in seiner Theorie, die Kategorie der Theokratie totalitärer Form aufstellt, dort aber versäumt, den Iran dort einzuordnen. Dr. Vadatag bezieht dort eine andere Position und wird heute an der Atompolitik des Iran, den totalitären Charakter des Systems und damit die Gefahr der Islamischen Republik Iran für die Region zeigen. Weiterhin wird er daraus abgeleitet den Handel mit dem Mullah-Regime kritisieren. Dr. Vadatag ist Politikwissenschaftler. 2003 promovierte er zum Thema die Islamische Republik Iran, die Herrschaft des politischen Islam als eine Spielart des Totalitarismus. Er arbeitete für das Middle East Media Research Institute und die European Foundation for Democracy und war dann Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten, zuletzt an der FU Berlin. Momentan arbeitet er als Übersetzer und dann freue ich mich jetzt, das Wort an Sie übergeben zu dürfen. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Vadatag, herzlich willkommen an der Universität Trier. Der heutige Tag steht, zumindest was den Nachmittag angeht, unter dem Eindruck eines grausamen Anschlags in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel. Nach meinem Kenntnisstand sind dort 230 Menschen beim Freitagsgebet zu Tode gekommen. Und dieses Beispiel zeigt wieder einmal, dass sozusagen am Rande des Sinai wir eine sehr fragile Region haben, die deshalb fragil ist, weil zum Teil im 19. Jahrhundert, zum Teil zu Beginn des 20. Jahrhunderts Entscheidungen getroffen wurden, die von Ihrem Kollegen Demmelhuber aus Erlangen-Nürnberg in einem schönen Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den ich in einem anderen Zusammenhang schon einmal erwähnt habe, zusammengefasst wurde. Und dieser Artikel zeigt zum einen eine Karikatur, die noch aus dem Kolonialzeitalter stammt. Der Osmane schaut mit grimmigem Blick, was die Kolonialmächte denn da vorhaben mit dem Osmanischen Reich. Auch Bismarck ist darauf zu sehen. Alle haben eine große Schere in der Hand und wollen sich ein Piece of Peace aus diesem Kuchen herausschneiden. Einige Jahre später kam es dann zu diesem Sykes-Picot-Abkommen, das im Grunde genommen die Grundlage für einen weiteren langfristigen Konflikt gelegt hat, der zum Teil in der arabischen Welt einmal dazu führte, dass man über einen panarabischen Gedanken nachdachte, aber auch das war auch keine wirklich nachhaltige Idee. Und heute stehen wir in der Region, über die Sie sprechen werden, nicht nur vor der Frage, ob dort eine neue Regionalmacht entsteht, sondern wir stehen auch vor der Frage, wie sich der Staat Irak zukünftig überhaupt, ob er sich überhaupt noch als Staat konstituieren kann oder ob er das darstellt, was man ein Hybrid bezeichnet, zumindest in der neueren Politikwissenschaft. Und so könnte man weitergehen zu dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, der heute hier im Zentrum steht, über die Situation im Jemen, über die neuen Entwicklungen in Syrien und so weiter und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, wie Sie diese sehr schwierige Lage in Zentralasien sehen und wie Sie sie skizzieren. Ich will Ihnen nur noch wenige Dinge mitgeben, die jetzt nicht sehr mit dem Thema zu tun haben, sondern auch mit Entwicklungen an unserer Universität. Das eine ist schon angesprochen worden. Wir hatten im Frühjahr dieses Jahres eine Gastprofessur
die zu umstrittenen und kontroversen Diskussionen geführt hat. Wir werden diesen Gedanken, wie entwickelt sich der Nahe Osten, der seinerzeit vom Kollegen Lüders hier präsentiert wurde, in wenigen Wochen noch einmal in Gestalt einer Podiumsdiskussion aufgreifen, an der unter anderem auch der Autor dieses Beitrags, Herr Kollege Demmelhuber, beteiligt sein wird. Gerne hätten wir auch Silke Tempel eingeladen, aber Sie wissen, welches Schicksal ihr widerfahren ist. Es wird dabei sein der Kollege Lars Berger und den vierten im Bunde kann ich Ihnen im Moment noch nicht nennen. Und es wird noch einmal auch in einem größeren Rahmen um die Thematik, was ist eigentlich von dem arabischen Frühling übrig geblieben und wie sieht die Region des Nahen Ostens gegenwärtig aus. Diese Woche habe ich eine Tagung eröffnet, die in dieser Form für Europa, glaube ich, auch einmalig zumindest gewesen ist. Vielleicht werden weitere folgen. Mein Kollege, unser Historiker Lutz Raphael, hat den ersten Versuch unternommen, die westliche Historiographie und die arabische Historiographie zusammenzubringen. Also es waren hier Kollegen aus dem Irak, aus Indien, aus Ägypten, aus Tunesien und auf der anderen Seite eben auch Kollegen aus Spanien, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Tschechien. Und sie haben über die Art und Weise, wie die westliche Historiographie die arabische wahrnimmt. Also wenn jemand gegenwärtig eine andere Historiographie wahrnimmt, dann ist es eher, dass die arabische gelegentlich schaut, was denn die westliche sagt, aber umgekehrt ist es eher ein seltener Fall. Und das war sozusagen ein Anfang, um in dieser Richtung auch neue Dialoge auf der Ebene der Wissenschaft voranzubringen. Und diese beiden Dinge sollen Ihnen nur demonstrieren, dass wir auf verschiedenen Ebenen auch mit den Expertisen, die wir in unserem Fach Politikwissenschaft hier haben und in der Geschichte, uns mit der Region, die Sie jetzt hier thematisieren werden und auch natürlich mit dem Iran, der bei Ihnen im Zentrum stehen wird, hier nicht intensiv, aber auch regelmäßig beschäftigen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben und dafür gebührt Ihnen jetzt natürlich auch eine angemessene Redezeit, wenn man von Berlin bis nach Trier fährt. Früher gab es ja mal ein ICE, da konnte man wenigstens sitzen bleiben, ich habe es Ihnen eben erzählt. Heute müssen Sie mindestens einmal umgestiegen sein, wahrscheinlich in Köln. Und danke, dass Sie hier sind, sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Also nochmal vielen Dank, Herr Professor Jeckel, für die Einführung. Und auch mein Dank an DIG, Deutsch-Israelische Gesellschaft, und an das AStA der Universität. Ich werde zunächst die Geschichte der Sanktionen und den darauffolgenden Atomvertrag beleuchten. Und anschließend werde ich sowohl auf die Aufrüstungspolitik und auf die regionale Hegemonialpolitik des Iran eingehen und anschließend auf die totalitäre Herrschaftsform, die dort herrscht. Am Ende werde ich ein paar Fragen aufwerfen, die ich dann später eben noch deutlicher machen werde. Es stimmt, die Idee, dass der Iran eine regionale Macht werden sollte und gar eine Atombombe bauen sollte, hegte auch Mohammad Reza Shah Pahlavi, der 1979 durch die Islamische Revolution gestürzt worden ist. Aber erst im Iran-Irak-Krieg erkannte eine Führungsriege im Iran, dass eine Atombombe das Überleben des Systems gewährleisten könnte. Die Probleme des Atomprogramms kann man sehr gut am Beispiel der Entwicklung der Sanktionspolitik und ihrer vorläufigen Aufhebung deutlich machen. Shah Mohammad Reza Pahlavi ratifizierte den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag 1970. Das Ziel des Abkommens war und ist, dass keine zusätzlichen Nuklearwaffen hergestellt werden. Das grundsätzliche Problem ist, dass zu den Eigenarten der Atomtechnologie gehört es, dass dieselben technischen Mittel, die zum Aufbau eines zivilen Atomprogramms verwendet werden, mit nur geringem Aufwand zur Herstellung von Atomwaffen dienen können, dank der Dual-Use-Technologie. Nach NPT, das ist der Atomwaffensperrvertrag, sprich Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, sollte die Internationale Atomenergiebehörde
mit dem Iran ein Safeguard Agreement, das heißt eine Absicherungsvereinbarung, abschließen, die die zivilen nuklearen Aktivitäten des Irans überwachen sollte. Kein geringerer als der Völkerrechtler Alexander Pika stellte fest, dass 1984 der Versuch, die Nukleartechnologie im eigenen Land aufzubauen, einen neuen Anlauf erlebte. Im Iran-Irak-Krieg wurde tatsächlich die Idee einer Atombombe diskutiert. Farhad Rezai wiederum zitiert den verstorbenen iranischen Ex-Präsidenten Hashem Rafsanjani, der schon am 7.10.1988 gegenüber einigen Offizieren der Revolutionsgarden die Relevanz von chemischen, radiologischen und bakteriologischen Waffen in Kriegszeiten verteidigt hat. Auch ich habe Anfang 2000 einige Quellen dazu gefunden, die ich damals übersetzt habe. Rafsanjani sagte, wir müssen in defensiven und offensiven Formen des Gebrauchs dieser Waffen vollständig damit ausgerüstet sein. Nicht nur Ahmadinejad, sondern Jahre davor, Rafsanjani ging davon aus, dass das Völkerrecht nur ein Papierfetzen sei. Besonders beachtenswert ist, dass nicht nur Rafsanjani, sondern auch der gegenwärtig sich im Hausarrest befindende Mir Hossein Mousavi, der derzeitig herrschende religionspolitische Führer Ali Khamenei, der Revolutionsgardist Mohsen Rezai und der aktuell regierende Präsident Hassan Rouhani zu diesem Kreis gehörten, um Rafsanjani herum, die diese Sachen diskutiert haben. Ein Überblick über das iranische Atomprogramm und die Sanktionspolitik soll deutlich machen, dass die Wiener Atomvereinbarung auf eine langjährige Sanktionspolitik und Sanktionsdiplomatie zurückgeht, und es soll zum Verständnis der heutigen Problematik beitragen, warum man das auch erhalten will und warum man das trotzdem kritisieren sollte. Iran entwickelte mithilfe des Schmuggelnetzwerkes Dr. Khan und mithilfe Chinas und Russlands sein Atomprogramm. Der Forschungsreaktor in Teheran und Bushehr wurden renoviert und 1999 wurde ein nukleares Technologiezentrum in Isfahan eingeweiht. In den 90er Jahren bis 2002 konnte der Iran große Erfolge erzielen in seinem Atomprogramm. Die Urananreicherung wurde dabei geheim gehalten unter Missachtung der Pflichten aus dem mit der IAEA, Internationalen Atomenergiebehörde, geschlossenen Abkommen. Ab 14. August 2002 enthüllten iranische Oppositionelle in den USA heimlich nukleare Aktivitäten in Natanz und Arak. El-Baradei reiste persönlich in den Iran, um Natanz zu besichtigen. Der Bericht war eindeutig, der Iran hatte den mit der Behörde, Internationalen Atomenergiebehörde, abgeschlossenen Sicherungsabkommen in mindestens 5 Punkten verletzt. Der Iran hatte seine Pflicht zur Deklarierung verletzt. Zwischen 2003 und 2005 trat dann der Iran in eine sogenannte Phase der Annäherung und Diplomatie ein. In den Verhandlungen mit den EU-3, also mit Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich oder Großbritannien, konnte eine Zusammenarbeit des Iran mit der Atomenergiebehörde vereinbart werden. Man wollte aber nicht den Fall an den UN-Sicherheitsrat übergeben. Indessen verlangten die USA unter der Bush-Regierung die vollständige Aussetzung des Rechts auf Urananreicherung des Iran. Ahmadinejad erklärte im August 2005 die Verhandlungen mit der EU als gescheitert. Im Jahr 2006 wurden die Siegel der einige Anlagen, die die Internationale Atomenergiebehörde angebracht hatte, gebrochen und der Betrieb in Anlagen in Natanz wurden erneut gestartet. Der Sicherheitsrat verlangte dann in der Resolution 1669 im Juli 2006 die Aussetzung der Urananreicherung. Also es ging ständig hin und her. Ahmadinejad ignorierte die Resolution und es kam zu der Resolution 1737, 6 Monate später, im Dezember 2006. Durch den UN-Sicherheitsrat, also zu der neuen Resolution des UN-Sicherheitsrats. Diese Resolution war gemäß Artikel 41 der UN-Charta und schuf das Fundament für das Sanktionsregime. Dabei hob man
weiterhin das Recht auf friedliche Nutzung der Atomenergie hervor im Rahmen des Atomwaffenschwervertrages. Der Iran sollte alle Urananreicherungsaktivitäten sowie die Konstruktion von Schwerwasserreaktoren aussetzen. Diese Sanktion lief einher mit einem Exportverbot bestimmter Waren in den Iran sowie gezielten Finanzsanktionen. Es ging um Waren, die sich auf die Uranproduktion, auf die Produktion von schwerem Wasser oder nuklearen Trägerraketen bezogen. Damals war das noch sozusagen, wurde das als eine Einheit gesehen. Dazu komme ich später, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es bedarf den Schwerwasserreaktor in Arak und die Urananreicherungsanlage in Natanz. Es betraf den Schwerwasserreaktor in Arak und die Urananreicherungsanlage in Natanz. Letztlich waren diese Sanktionen ebenfalls sehr zurückhaltend, denn manche wollten schon Schiffsblockaden, forderten Schiffsblockaden. Zumindest ist das in der Sanktionslinie, in der Sanktionspolitik eine Option. Schon diese Resolution kam mit großem Widerstand von China und Russland zustande. Tatsächlich unterstellte man, dass die Durchsetzung der Sanktionen lediglich den außenpolitischen Interessen der USA dienen würde. Das waren die Kritiker. Aber auch Resolution 1737, also die nächste Resolution, wurde durch den Iran nicht umgesetzt. Es folgten dann die Resolution 1747 im März 2007. Ahmadinejad stimmte damals eine Anreicherung außerhalb des Landes nicht zu. Die Konfrontation wurde fortgesetzt. Mit Resolution 1747 wollte der UN-Sicherheitsrat den wirtschaftlichen Druck auf den Iran erhöhen. Die Aktionsliste der Sanktionen wurde erweitert um 15 Personen und 13 Einrichtungen. Es handelte sich um Tochterunternehmen von Firmen, die in der davorliegenden Resolution schon auf die Liste gesetzt worden waren, und um Wissenschaftler, die im Vorfeld von militärischen Anlagen arbeiteten. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass westliche Staaten dem Iran beim Aufbau in Leichtwasserreaktoren helfen sollten. Das heißt, es wurde zweigleisig gefahren. Dann folgten weitere Resolutionen, 1803 im März 2008. Auch die Resolution 1747 führte zu keiner Änderung der harten Linie Ahmadinejads in Bezug auf das iranische Atomprogramm. Am 9. April 2007 erklärte der Iran, dass das Land einen kompletten Urananreicherungszyklus durchlaufen könne und demnach autark Uran im industriellen Umfang herstellen könnte. Man muss sich vorstellen, dass es sozusagen ein Projekt wäre, das Deutschland und Frankreich gemeinsam haben. Also noch nicht mal Frankreich alleine hätte das Programm. Dieser Tag wurde als der nationale Tag von Ahmadinejad der Nukleartechnologie des Iran deklariert. Als der komplette Urananreicherungszyklus sozusagen vollständig war damals. Anfang Februar 2007 erklärten die 16 Geheimdienste der USA, dass der Iran die militärische Dimension seines Atomprogramms im Jahr 2003 eingestellt hatte. Das war eine sehr kodierte Aussage, weil niemand wusste eigentlich genau, was es gemeint war. Hatten sie es vorher gehabt, wie weit hatten sie es und so weiter. Der Iran hatte aber im Jahr 2008 die Urananreicherung im eigenen Land immer noch nicht ausgesetzt und das Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergiebehörde nicht ratifiziert. Am 9. April 2008 wiederum gab Ahmadinejad bekannt, dass er die Zahl der Zentrifugen steigern wolle. Die Internationale Atomenergiebehörde konnte weiterhin keine militärische Dimension des iranischen Atomprogramms nachweisen. Das ist ein Problem, wie wir es sehen werden, das bis heute vorherrscht. Da der Iran weiterhin seine Uraneinreicherung nicht stoppen wollte, näherten sich die Positionen der USA und der Europäischen Union. Nun hieß es lediglich, dass der Iran aufgefordert werde, den früheren Resolutionen zu befolgen. Mit der Resolution 1803 vom September 2008 gab es dann eine weitere Eskalationsstufe. Darin wurde am 3. März 2008 einerseits festgehalten, dass der Iran mit der Atombehörde zusammenarbeiten würde,
Aber es wurde bemängelt, dass der Iran den Forderungen eines Stopps der Urananreicherung nicht nachkommen werde. Es wurden wieder Reisebeschränkungen für bestimmte Personen, die mit dem Atomprogramm verbunden waren, ausgesprochen. Zudem wurden alle Staaten aufgefordert, keine Güter, die im Atomprogramm eine Verwendung finden können, in den Iran zu liefern. Dann haben wir das Jahr 2010 und die Resolution 1929. Es wurde eine neue Urananreicherungsanlage des Iran in Fordo, nahe der Stadt Qom, im September 2009 festgestellt. Zudem entschied sich der Iran im Jahr 2010 wieder, Uran bis 20% anzureichern. Amano, der neue Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, sprach schon damals wie heute von der Möglichkeit einer militärischen Dimension des Atomprogramms. Eine Möglichkeit, die nicht nachweisbar sei, solange nicht alle militärischen Anlagen ebenfalls kontrollierbar seien. So folgte die Resolution 1929. Festgestellt wurde eine mangelnde Zusammenarbeit des Iran mit der Atomenergiebehörde zur Verifizierung der friedlichen Natur des Atomprogramms. Außerdem wurden die bisherigen Resolutionen nicht befolgt. Insbesondere war die Entscheidung, Uran bis 20% anzureichern, ein Problem. Reisebeschränkungen wurden erneut erweitert, weitere Finanzsanktionen wurden ausgesprochen. Man kann festhalten, dass das Sanktionsregime im Kern aus sogenannten Smart Sanctions der Sicherheitsratsresolutionen 1736, 1747, 1803, 1929, also in den Jahren 2006, 2007, 2008 und 2010 bestand. Es handelte sich um Finanzsanktionen, Waffenembargos, beschränkten Güterembargo und Reisebeschränkungen. Die neuen Resolutionen wurden beschlossen, weil der Iran ständig die Fristen versäumte und die Vereinbarungen nicht einhielt. Zwar folgte ein mehrjähriges Sanktionsregime, aber der Iran baute währenddessen sein Atomprogramm schrittweise weiter aus. Im Jahr 2009 wurde eine weitere versteckte Urananreicherungsanlage in Fordo nahe der Stadt Qom gefunden. 2010 begann man in Natanz und in Rom bis 20% Uran anzureichern. Das Atomprogramm hatte inzwischen 16 Anlagen insgesamt. Die USA und die Europäische Union reagierten damals mit umfassenden unilateralen Sanktionen, einschließlich eines Ölembargos, die weit über die vom Sicherheitsrat angeordneten Zwangsmaßnahmen hinausgingen. Parallel zu den UN-Sanktionen gab es auch die unilateralen EU-Sanktionen. Diese begannen 2010 und wurden in 3 Sanktionsrunden vollzogen. Die Maßnahmen erhielten ein Verbot für Investments im iranischen Öl- und Gassektor und Beschränkungen in den Bereichen Handel, Bank- und Finanzwesen, Versicherung und Transport. Es gab Waffenembargos, die EU-Sanktionen umfassten auch das allgemeine Verbot, wie gesagt, Erdgas und Erdöl und Erdölerzeugnisse aus dem Iran zu importieren oder zu befördern. Auch sollten technische Güter, die für die Energie- und petrochemische Industrie verwendet werden konnten, nicht exportiert werden. Ähnliche Ausfuhr- und Einfuhrverbote gab es für Gold, Diamanten und Edelmetall, Geld und Münzen. Weiterhin gab es Finanzierungsbeschränkungen für bestimmte Unternehmen und Verkehrsbeschränkungen. Gelistete Personen wurden von der SWIFT sogar ausgeschlossen. Am 14. Juni 2016 wurde Rouhani gewählt. Am 24.11.2013 wurde eine vorläufige Vereinbarung mit dem Iran getroffen, die im Kern das iranische Atomprogramm einfror. Im Gegenzug wurden einige Sanktionen, Öl- und Gasembargo gelockert. Ich finde, dass man einmal sich nochmal alles vergegenwärtigen musste, um auch zu verstehen, warum die EU heute so stark an den Atomvertrag festhält. Aber ich werde auch zu der Kritik kommen, weil es eine langjährige Verhandlungen mit bedarf damals. Zunächst hatte auch Rouhani die Urananreicherung im eigenen Land als die rote Linie bezeichnet. Aber er rückte in einem diplomatischen Schritt später davon ab, wobei, wie wir sehen werden, er das Raketenprogramm verstärkt ausbaute und dabei ist, es heute auszubauen. Das ist
das eigentliche Problem. Das iranische Aufrüstungspolitik stellt indessen auch für die EU ein Sicherheitsproblem heute dar. Generell sollen Sanktionen eine Verhaltensänderung bewirken durch das Außenwirtschaftsrecht, das heißt durch Sanktionen, einzelstaatliche und Kollektivsanktionen. Ziele können die Einstellung militärischer Aktivitäten, die Destabilisierung der Regierung, das Abstellen von Menschenrechtsverletzungen, das Problem der Verbreitung von Waffen, speziell schmutzige und Atombomben sein. Schmutzige Bomben und Atombomben sein. Zudem können Sanktionen Importbeschränkungen für Produkte aus dem Zielstaat sowie Einschränkungen für private Finanzsanktionen zur Folge haben. Meine These ist indessen, dass diese Sanktionspolitik mehr oder weniger im Fall des Iran gescheitert ist. Wie wir es sehen werden. Teilweise gescheitert, teilweise nicht. Iran stand nicht nur wirtschaftlich unter Druck und war auf westliche Investitionen angewiesen, sondern wurde ebenfalls zur Zielscheibe von ernsthaften Angriffen. Erwähnt seien der Angriff von Stuxnet, die im September 2010 von der iranischen Seite bestätigt worden ist. Stuxnet sollte speziell die Technik der Urananreicherungsanlage in Natanz wenigstens stören. Zudem wurde im Jahr 2015 der Einsatz einer nicht-nuklearen Bombe der USA diskutiert, die unterirdische Bunker und Anlagen zerstören sollte, oder könnte rein theoretisch. Schon unter Ahmadinejad waren geheime Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA im Gange gewesen. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man an den Erfolg, der unter Rouhani zustande kam, denkt. Schließlich lenkte Khamenei ein und stimmte aufgrund der ganzen Drohkulisse, die dort herrschte, der Wiener Atomvereinbarung zu, die vorläufig einen Rollback für die bekannten iranischen Atomanlagen bedeutet. Immerhin war die Drohkulisse so stark geworden, dass die islamistische Führung einen wahrscheinlich vorläufigen oder zumindest halben Rückzug bevorzugt hat. Zwar ist der Joint Comprehensive Plan of Action, also so heißt der Atomvertrag, selbst kein völkerrechtlich bindender Vertrag, aber die Entwicklung der Atomenergiebehörde bekannten iranischen Atomprogramms ist dadurch gestoppt worden. Dafür hat der Iran parallel begonnen, seine Raketentechnologie auszubauen und seine regionale Macht in Irak und in Syrien zu erweitern, sogar mit Hilfe von afghanischen Kindern und schiitischen Milizen. An dem sogenannten Implementation Day, ich komme jetzt noch mal kurz zum Atomprogramm, weil ich das irgendwie verzahnen möchte, an dem sogenannten Implementation Day, also Tag der Umsetzung und der Ausführung, wurden die Sanktionen der USA und der EU suspendiert. Rechtsverbindlich wurde die Vereinbarung, als der UN-Sicherheitsrat am 20. Juli 2015 einstimmig seine Resolution 2231 verabschiedete. Der Sicherheitsrat hob die Handelsrestriktion somit auf. Nach der Unterzeichnung des Vertrages hieß es zunächst, dass es 8 Jahre dauern werde, bis die EU und die USA fast alle Sanktionen aufgehoben haben, die wegen der iranischen Regelverstöße verhängt wurden. Sobald die Atomenergiebehörde bestätigen würde, dass das iranische Atomprogramm gänzlich friedlich sei und keine geheimen Aktivitäten stattfinden würde, werde der Transition Day kommen. Dabei sollte dem Iran ein Anreiz vermittelt werden, sein politisches Verhalten zu verändern. Davon kann aber, wie wir sehen werden, leider nicht die Rede sein. Nach 10 Jahren, das ist wieder nur der Plan, der Ablaufplan, an dem sogenannten Termination Day endet oder soll die Laufzeit von Resolution 2231 enden. Dann sollen alle Sanktionen aufgehoben und die Verfahren zur Umsetzung des Atomvertrages beendet werden. Die Islamische Republik und deren Atomprogramm wären dann rechtlich anderen Nicht-Atomwaffenstaaten gemäß dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag gleichgestellt. Und jetzt haben wir meines Erachtens, so wie ich das auch in einem Artikel vor Jahren für die Zeitschrift der DGAP, damals hat Frau Silke Tempel noch gelebt und sie hat meinen Artikel damals in dieser Zeitschrift aufgenommen,
habe ich zu diesem Problem geschrieben, dass leider wir da nicht nur ein rechtliches Problem, sondern tatsächlich ein politisches Problem haben, dass wir es dort mit einer Diktatur zu tun haben. Iran darf bis 2025 nicht mehr als 5060 Zentrifugen des Typs IR1 zur Urananreicherung betreiben. Also rund halb so viel tatsächlich, muss man einfach sagen, wie vor der Zeit der Vertragsunterzeichnung im Gebrauch war. Man hat zunächst angenommen, dass der Iran mit dieser Anreicherungskapazität mindestens ein Jahr brauchen würde, um die für den Bau eines nuklearen Sprengsatzes ausreichende Menge hoch angereicherten Urans zu produzieren. Sollte Iran alle seine rund 19.000 Zentrifugen zur Anreicherung verwenden, könnte es dieses Ziel tatsächlich in ungefähr 3 Monaten erreichen. Offiziell wurde auch die Forschung an und Entwicklung der von effizienteren Zentrifugen ebenfalls beschränkt. Wiederum offiziell darf Teheran Uran bis 2030 nur auf den Grad von 3,67% anreichern, der für den Betrieb von Leichtwasserreaktoren notwendig ist. Alle Anreicherungsaktivitäten dürfen bis 2030 nur in der Anlage in Natanz stattfinden. In der tief verbunkerten Anreicherungsanlage in Fordow, deren Existenz erst 2009 aufgedeckt wurde, darf bis 2030 kein Spaltmaterial vorhanden sein. Die Anlage soll nur als Forschungszentrum dienen und wurde offiziell umgebaut. Die vorhandenen Bestände von fast 9000 Kilogramm schwach angereicherten Urans musste Iran auf 300 Kilogramm reduzieren. Russland, inzwischen der stärkste Partner des Iran, hilft indessen aber dem Iran beim Bau von Leichtwasserreaktoren. Tatsächlich lieferte der Iran im Dezember 9 Tonnen atomaren Brennstoff, niedrig angereichert, nach Russland und bekam im Gegenzug über 100 Tonnen Uran. Auch die Anzahl der Zentrifugen wurde reduziert. Igal Karmon und Ayelet Savion, Iran-Experten von Memri, schreiben aber, dass der Iran angeblich 8,5 Tonnen angereichertes Uran nach Russland verschifft habe, aber nach offiziellen Angaben seien diese Menge 8,5 Tonnen Uran verschwunden. Das hat Russland als nie angekommen erklärt. Memri fragt daher, ob der Verbündete des Iran die 8,5 Tonnen wieder in den Iran zurückgeführt habe. Iran, das ist in der deutschen Presse leider ein bisschen untergegangen. Iran verpflichtete sich beispielsweise, den Schwerwasserreaktor in Arak umzubauen. Geplant war, die Produktion von waffenfähigem Plutonium zu reduzieren. Bis 2030 sollte die Plutoniumproduktion verhindert werden. China sollte dabei helfen. Der Iran hat zwar formal zugestimmt, dass die Militäranlagen in Managed Access kontrolliert werden dürfen, faktisch aber lassen die Revolutionsgardisten keine ausländischen Kontrollen zu. Vor diesem Hintergrund der sehr langen Sanktionsgeschichte, die jetzt ein bisschen langweilig war wahrscheinlich, betrachten die europäischen Regierungen den Wiener Atomvertrag mit dem Iran als einen Erfolg, den man nicht so leicht aufgeben dürfe. Dennoch haben die europäischen Mitglieder der NATO das iranische Atomprogramm mit Sorgen, also betrachten es mit Sorgen und wollen darüber mit dem Iran reden und speziell über das Raketenprogramm. Die iranische Regierung sperrt sich aber und wirft Europa Einmischung in die Verteidigungspolitik des Iran vor. Dass Raketen keine Verteidigungswaffen sind, sollte aber jeder wissen. Das ist aber die Behauptung des Iran, dass die Raketen produzieren serienweise als eine Verteidigungsstrategie. Zudem geht das iranische Regime davon aus, dass das Atomprogramm vom Raketenprogramm und von den hegemonialen und machtpolitischen Bestrebungen der Islamischen Republik getrennt betrachtet werden müsse. Die US-Regierung sieht an dieser Stelle die Problematik anders und verlinkt diese Problemfelder. Zwischenbilanz: Nicht nur Israel und die USA sehen die neue Macht, die neue totalitäre Macht als ein Problem, sondern auch die europäischen Staaten. Zumindest sind die iranischen Raketen auch ein sicherheitspolitisches Problem für Europa.
In der Resolution 2231 heißt es wörtlich: Iran ist aufgefordert, bis zu dem Tag 8 Jahre, also nach der Annahme des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans oder bis zu dem Tag, an dem die Internationale Atomenergiebehörde einen Bericht vorlegt, der die breitere Schlussfolgerung bestätigt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, keine Tätigkeit im Zusammenhang mit ballistischen Flugkörpern durchzuführen, die dazu angelegt sind, Kernwaffen zum Einsatz zu bringen, einschließlich Starts zur Verwendung von Technologie für solche ballistischen Flugkörper. In dem Verfassungsschutzbericht von Nordrhein-Westfalen von 2016 kann man aber nachlesen, dass auf Seite 240 ist auch im Internet vorhanden, dass die Spionageabwehr im Berichtsjahr, also 2016, 32 Beschaffungsversuche beobachten konnte, die definitiv oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zugunsten eines Proliferationsprogramms unternommen wurden. Das heißt wiederum, dass der Vertrag damit zumindest verletzt worden ist. Diese Zahl stellt einen signifikanten Rückgang der in Nordrhein-Westfalen identifizierten sensiblen Einkaufsbemühungen gegenüber dem bis dahin bestehenden Höchstwert aus dem Jahr 2015, nämlich 141, dar. Der Iran stellt dennoch weiterhin den Bearbeitungsschwerpunkt in der Proliferationsabwehr dar, also für den Verfassungsschutz. Die Nachfrage nach relevanten Gütern für die iranischen Raketenprogramme bildet die überwiegende Mehrzahl der hier bekannt gewordenen Fälle. Laut Vertrag sollte dies aber unterbunden werden, was nicht geschehen ist. Natürlich kann die Politik nun sagen, dass die Einkaufsbemühungen, die der Verfassungsschutz festgestellt hat, nicht umgesetzt werden konnten. Aber beruhigend ist es nicht. Und die Frage ist, ob dies der oben genannten Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen tatsächlich widerspricht und eine Verletzung dieser Resolution darstellt. Dabei heißt es in § 3, das ist ein weiteres Problem, der Annex B der Resolution 2231, ich lese das jetzt in Englisch, calls upon Iran not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons. So, auch dort wiederum ein Bruch des Vertrages. Das iranische Regime denkt aber nicht daran, den Bau von Raketen aufzugeben. Und Rouhani forderte in den letzten Jahren immer wieder eine serielle Produktion von Mittelstreckenraketen. Iran übergab massenweise Kurzstreckenraketen an die Hisbollah, das ist das nächste Kapitel, in Libanon. Und das iranische Regime ist dabei, Raketenbasen in Syrien aufzubauen, mithilfe eines schiitischen Korridors und schiitischen Milizen. Tatsächlich stellt sich das Problem wie folgt dar. Falls ein Staat Klage beim UN-Sicherheitsrat einreichen würde, könnten innerhalb von 30 Tagen alle beschlossenen Sicherheitsratssanktionen zwischen 2006 und 2010 und die darin enthaltenen Strafmaßnahmen wieder in Kraft treten. Dies wäre der sogenannte Snapback-Mechanismus. Viele glauben nicht daran und sagen, das ist nur Rhetorik, das werde nie geschehen, dass dies möglich wäre, aber es gibt rationale und völkerrechtliche Gründe, einen solchen Schritt zu gehen. Aber die Umsetzung des Völkerrechts ist, wie meist in der Geschichte, auch von einem politischen Willen abhängig. Ferner sind die Nachbarstaaten des Iran besorgt über die neue Hegemonialpolitik, die offensichtlich nach der Auskunft von Ali Akbar Salehi, immerhin Direktor der iranischen Atomenergiebehörde, hat es am 22. August 2017 gesagt, schneller als gedacht. Denn er hat damit gewarnt, das Atomprogramm wieder aufzunehmen. Salehi sagte vor wenigen Wochen also, dass der Iran innerhalb von 5 Tagen die Urananreicherung erneut beginnen könne. Er sagte, dass dies keine leeren Drohungen sein würden, sondern dass eine solche Warnung auf der Grundlage von Ausführungen des Präsidenten Rouhani zustande gekommen sei. In Fordo seien die Zentrifugen nicht nur
nur sozusagen die Oberfläche, quasi eine Hülle der Zentrifugen sei zementiert worden und nicht die Zentrifugen selbst seien nicht zerstört worden. Das hat er so öffentlich gesagt. In Forde und Natanz könnten laut dem Chef der iranischen Atomenergiebehörde innerhalb von 5 Tagen wieder 20%iges Uran angereichert werden. Was tun, ist hier die Frage. Könnten solche Drohungen zum regionalen und atomaren Aufrüstung führen? Vor einem geradezu Horrorszenario der militärischen und terroristischen Entwicklung im Nahen Osten und in Asien hat schon Brzezinski in seinem Buch Strategic Vision gewarnt. Es ist richtig, er hat also dort ein Horrorszenario aufgebaut, wie die regionalen Staaten hintereinander der Reihe nach sich mit Atomwaffen bestücken können. Es ist richtig, dass die Nachbarstaaten des Iran auch wirtschaftliche Konkurrenten des Iran sind, wenn es um Absatzmärkte für Öl und Gas geht, aber tatsächlich geht es auch um die Zunahme der Macht des Iran, wenn es um die Unterstützung und Mobilisierung von schiitischen Milizen in den Nachbarstaaten geht. Im Klartext des Revolutionsexports, eine Politik, die schon von Khomeini damals in der Verfassung festgelegt worden ist. Ein Revolutionsexport in Irak, in Syrien, in Jemen, in Libanon, wenn es um militärische und logistische Unterstützung geht und um den Ausbau der iranischen Einflusssphäre oder wenn es um die schiitisch-geopolitischen Bewegungen geht, die vom Iran unterstützt werden. Dieser Begriff schiitisch-geopolitische Bewegungen oder Strategie ist tatsächlich auch von den iranischen Theoretikern explizit benutzt worden, dass sie eine geopolitische schiitische Bewegung verfolgen. Die Frage ist bisher nicht wirklich beantwortet, ob der Atomvertrag tatsächlich funktioniert und umgesetzt wird. Will heißen, dass die Frage ist, ob nicht nur der Geist, sondern tatsächlich der Wortlaut des Vertrages verletzt wird gegenwärtig, ob es Entwicklungen gibt, die dem Vertrag widersprechen und ob die Inspektionen mangelhaft sind und daher die Internationale Atomenergiebehörde Bestätigung, das heißt kein militärisches Atomprogramm gefunden worden sei. Nach eigenen Verlautbarungen sagt also Amano, wir haben zwar bisher kein militärisches Programm gefunden, aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, alle Anlagen zu kontrollieren. Sprich die militärischen Anlagen. Und laut Vertrag, der auch vom Iran unterzeichnet worden ist, gehört zur Kontrollsphäre der IAEA die Kontrollmöglichkeit, also die Option, nicht nur die freigegebenen Anlagen zu kontrollieren, sondern auch die militärischen Anlagen. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Aber der Iran blockiert. Tatsächlich wird in folgenden Punkten der Atomvertrag verletzt. Ich bringe jetzt ein paar Punkte. Sektion C, wie David Albright und Olli Heinonen, die sind Experten, die auch bei den selbst quasi für IAEA, Internationale Atomenergiebehörde, soweit ich weiß, gearbeitet haben und für das Institute for Science and Security Institute arbeiten, haben in einer aktuellen Studie vom August 2017 ausgeführt, dass ein Anhang quasi, ein Annex 1 im Annex 1 des Vertrages, das ein Anhang, der gegenwärtig offensichtlich nicht berücksichtigt wird, zumindest nicht vom Iran. Dual-Use-Aktivitäten in allen Anlagen, auch in den militärischen Anlagen, nicht genutzt werden dürfen. Iran ist aber der Meinung, dass die militärischen Anlagen der Kontrolle der Atomenergiebehörde entzogen bleiben müssen. Somit dürfen die Inspektoren nicht die Aktivitäten, die in dem Sektion T des Vertrages, dieses Anhanges, erwähnt worden sind, kontrollieren.
Aber nur solche Kontrollen können tatsächlich verhindern, dass der Iran seine Nukleartechnologie weiterentwickelt. Und zwar auch, was die Sprengkopftechnologie oder die Raketenträgertechnologie insbesondere anbetrifft. Also vor der Unterzeichnung des Atomvertrages wurden diese vier Bereiche im Grunde genommen immer als ein Komplex betrachtet, nämlich Urananreicherung, Trägersysteme, weil es ging um die potenzielle Atombombe. Nachdem aber der Iran die Urananreicherung zurückgefahren hat, wurden die anderen Sektoren nicht mehr im Blick genommen. Das heißt, sie werden gegenwärtig ignoriert und es existiert nicht nur die Gefahr, sondern der Iran sagt selber, dass sie in diesen Bereichen weiterhin aktiv sind und dass das militärische Verteidigungsstrategien sind, die mit Europa oder mit der sonstigen Welt nichts zu tun haben. Das Fehlen also einer glaubwürdigen Umsetzung und Überprüfung von Kontrollen könnten auf jeden Fall zu falschen Annahmen über den Zustand der Entwicklung des iranischen Atomprogramms gegenwärtig führen. Dieser Sektor T untergräbt die Wirksamkeit dieses Atomvertrages. Theoretisch hat die internationale Atombehörde das Recht, jeden Ort im Iran zu besuchen, ob militärisch oder zivil, und ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Iran seinen Berichtspflichten in vollem Umfang nachkommt und das Atomprogramm friedlich ist. Der Iran, wie gesagt, stellt aber dieses Recht der Atombehörde in Frage. Aus diplomatischen Gründen ist die Atombehörde gegenwärtig auch nicht bereit, die iranische Blockade als einen Bruch des Atomvertrages überhaupt darzustellen. Die neueste diplomatische Formel, die gerade gestern in verschiedenen Zeitungen, deutschen Zeitungen auch zu lesen war, lautete, da wurde Herr Amano zitiert, dass die Behörde hatte Zugang zu allen Orten, die wir aufsuchen wollten. Das heißt, inzwischen will die IAEA gar nicht mehr die militärischen Anlagen kontrollieren. Das ist jetzt, man hat akzeptiert, dass der Iran bestimmte Anlagen nicht kontrollieren lassen will und deswegen will die IAEA das auch nicht mehr kontrollieren. Dennoch muss gestattet sein, das zu fragen, dass bezüglich eines Atomprogramms die militärischen Anlagen ebenfalls kontrolliert werden müssen. Also wenn das wirklich um diese Frage geht. Falls in Bezug auf einen souveränen Staat, das ist das nächste Problem, von Kontrolle gesprochen werden kann. Insbesondere auch die Kontrolle der Anlagen in Parshin findet nicht statt. Die internationale Atomenergiebehörde, die Inspekteure der Behörde durften die Anlage nicht untersuchen. In einem Schachzug hat Amano zwar die Erlaubnis bekommen, einen Besuch von weniger als 5 Minuten an einem Teil von Parshin zu unternehmen, aber manche iranischen Medien, ich habe es damals gelesen, und haben darüber geradezu gewitzelt, dass Amano nur das Vorzimmer der Anlage besuchen konnte. Also die haben sozusagen darüber Witze gemacht, dass Amano eigentlich gar nichts sehen konnte. Und der Spiegel hatte schon, jetzt noch mal ein paar Jahre zurück, im August 2012 berichtet, dass die internationale Atomenergiebehörde befürchtet habe, dass im Militärkomplex Parshin Waffentests durchgeführt worden seien. Also real ist es. Und Albright und Heinenon sagen aktuell in ihrer Studie, dass nicht nur Parshin nach wie vor ein Problem sei, sondern auch das gesamte Lavizan-Shian-Gebiet und einige Bereiche einer Universität, die sich Malek Ashtar, also Fachbereiche der Universität Malek Ashtar Universität. Ja. Problematisch sind ferner das Entwerfen, Entwickeln, Erwerben oder Verwenden von Computermodellen zum Simulieren von Kernkraftsprengvorrichtungen. Also auch in der Simulationstechnik sollte der Iran sozusagen diese Technologie stoppen, aber das ist nicht getan worden. Das betrachtet der Iran als quasi sein Forschungs, im Rahmen der Forschungsfreiheit sozusagen. Ein weiteres Problem stellt auch die Mehrproduktion von Schwerwasser dar. Das iranische Regime hat, wie Radio Farda, also Radio Free Europe,
und Reuters berichteten, in Oman Schwerwasser gelagert, dieses aber nicht verkauft, das heißt, es ist immer noch im iranischen Besitz, das ist das iranische Eigentum, das aber im Ausland quasi in einem befreundeten Land gelagert worden ist. Jetzt hat es Memri wieder kritisiert, dass da Oman ein befreundetes Land ist, dieses im Notfall innerhalb von 24 Stunden wieder zurücktransportiert werden kann, weil rechtlich das immer noch iranisches Eigentum geblieben ist. Also alles so Lücken, die noch nicht gelöst sind. Der Iran hat seit 2008 seine Trägerraketen immens entwickelt, um es kurz zu fassen. Im Februar 2009 konnte der Iran erfolgreich den ersten selbstgebauten Satelliten Omid, nannte sich das, also Hoffnung, in den Laufbahn befördern mit der Rakete Safir 2. 2015 und 2016, just kurz und nach der Vertragsunterzeichnung, das waren parallel quasi Phänomene, wenn man das damals befolgt hat, hat man sich gewundert, dass der Iran so mutig ist und das tut und vielleicht doch damit den Vertrag gefährden könnte, aber er hat den Vertrag nicht gefährdet, hat der Iran die Shahab-3-Rakete mit einer Reichweite von 800 Kilometern erfolgreich getestet und Satelliten ins All befördert. Iran spricht heute von einer Shahab-4-Rakete, die eine Reichweite von zwischen 1900 Kilometer und 2000 Kilometer hat. Vor wenigen Monaten, im Juli 2017, wurde die Simor-Rakete von den Revolutionsgardisten erfolgreich getestet. Es war Präsident Rouhani gewesen, der angeordnet hat, dass der Iran massenhaft und serienweise sein Raketenprogramm aufrüsten müsse. Der Kommandeur der Revolutionsgardisten Jafari sagte kürzlich, dass der Iran über ballistische Mittelstreckenraketen, also Boden-Boden-Raketen, verfüge, die eine Reichweite sogar von 2000 Kilometer hätten. Verifizierbar ist es tatsächlich aber gegenwärtig nicht. Man weiß tatsächlich trotzdem nicht, ob das Bluff ist oder nicht. Ich bin aber der Meinung, man sollte die iranischen Drohungen ernst nehmen. Ungeklärt ist ferner die Frage, ob der Iran die Zündungstechnologie einer Atombombe beherrscht. Denn wer kann schon ausschließen, ob bei einem Scheitern der Atomvereinbarung die verschiedenen Ebenen eines Atomprogramms nicht gleichzeitig entwickelt worden sind? Warum ist das also das Raketenprogramm jenseits eines militärischen Programms ein Problem? Ich habe im September 2006 einen Vortrag gehalten im Rahmen einer Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung. Damals habe ich an den Paragraph 3 der Resolution, noch weiter zurück, heute habe ich sie ermüdet mit Resolutionen, an den Paragraph 3 der Resolution 1559 des UN-Sicherheitsrates erinnert, in dem die Entwaffnung aller libanesischen und nicht-libanesischen Milizen gefordert worden ist. Das ist damals in dieser Resolution tatsächlich gefordert worden. Damals haben sogar Russland und China es befürwortet, 2006. Ausdrücklich heißt es, dass der Sicherheitsrat die Auflösung und Entwaffnung aller libanesischen und nicht-libanesischen Milizen fordert. Natürlich erschien es damals, als ich es vorgetragen habe, wie eine Utopie davon auszugehen, dass die Hisbollah als Miliz, die von einem linksislamistischen Sprecher von Mohammad Khatami, damals also war er der Sprecher von dem Präsidenten Khatami, gegründet worden war, tatsächlich aufgelöst werden könnte, aufgelöst werden soll und überhaupt aufgelöst werden kann. Zumal viele hierzulande die Hisbollah in der Zeit verteidigt haben. Dabei haben die USA die Organisation gänzlich auf die Terrorliste gesetzt und die EU hat inzwischen den militärischen Flügel auf die Terrorliste gesetzt, was meiner Meinung nach sehr problematisch ist. Wie kann man einem Nasrallah klären, was der politische Flügel, das ist ja nicht die IRA, also es ist schon eine andere Organisation. Die Hisbollah verfügt heute über Raketen, die 2016 in dem Maße nicht überhaupt in Libanon vorhanden waren.
Die FAJ-5 ist auf der Basis der chinesischen WS-1-Artillerierakete im staatlichen iranischen Rüstungskonzern entwickelt worden. Die Hisbollah ist die einzige Miliz, die Katyusha-Raketen und FAJ-5-Raketen und Kurzstreckenraketen besitzt. Die Frage ist also, ob sie die politische Führung der Hisbollah vom militärischen Flügel auseinanderdividieren können. Das könnte eine schwere Aufgabe werden. Genauso wenig kann man Nasrallah von Khamenei und dem Iran auseinanderdividieren. Es klingt geradezu absurd, wenn man heute mit einer UN, an eine UN-Resolution zur Entwaffnung der Hisbollah-Miliz erinnert. Also es war mir, der das damals getan hat und das heute immer noch machen würde. Und trotzdem, die Realität ist eine andere geworden. Denn wie die Zeitung Die Welt am 27. April 2017 berichtete, verfügte Hisbollah bereits über weit mehr als 10.000 Raketen. Wahrscheinlich handelt es sich um verpasste historische Chancen, die heute die Gefahren des Terrorismus und des begrenzten Krieges in der Region mehrfach erhöht haben. Es ist auch bekannt, dass heute die Hisbollah und die pro-iranischen Gruppen in Irak und in Syrien so stark geworden sind wie noch nie zuvor in der Geschichte und insbesondere so destruktiv geworden sind wie nie zuvor. Der Iran setzt seine Ziele des Revolutionsexports konsequent durch. Ziele, die im Namen der Unterstützung der Mustazafin, des sozusagen islamischen Proletariats, seit fast 40 Jahren festgelegt worden sind. Mit Erfolg. Inzwischen kann sich das iranische Regime auf ein paramilitärisches Netzwerk von schiitischen Milizen im Iran und im Irak und in Syrien stützen. Genannt sei die Ashab al-Haq, bekannt als Khazali-Netzwerk. Offensichtlich wird diese irakische Miliz zum Beispiel direkt von General Qasem Soleimani, ein General der Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgardisten, der Al-Quds-Einheiten, gesteuert und geführt. Diese Einheit hat sich 2004 von der sogenannten Mahdi-Armee getrennt. Die Ashab al-Haq sollen über 6.000 Angriffe gegen die US-amerikanischen und britischen Militäreinheiten geführt haben. Ich komme zu diesem Problem später. Im Irak kämpft diese Gruppe gemeinsam mit weiteren Gruppen wie Al-Hajj al-Shabi gegen den IS oder haben gekämpft. Man weiß ja nicht, wie der Kampf jetzt tatsächlich zu Ende gegangen ist. In Syrien gibt es noch die schiitische Miliz der noch im Aufbau, musste man sagen, der Haydar al-Qarar-Brigade, die eng mit der irakischen Miliz wiederum und dem Iran zusammenarbeitet. Diese Brigade wird vom Akram al-Kabi geführt. Die Schiiten haben bekannt gegeben, dass sie nach dem Sieg über den IS ihre Waffen, öffentlich bekannt gegeben, und das ist ernst zu nehmen, ihre Waffen gegen die USA und den Westen richten werden. Also nachdem sie den IS besiegt haben, der Iran dort omnipräsent ist, der Kampf weitergehen wird. Diese Milizen und ihre Berater können leicht nach dem Ende der IS-Ära die US-Stützpunkte tatsächlich ins Visier nehmen, wie oft in der Vergangenheit angekündigt worden ist. Nasrallah hat schon gedroht, dass die Explosion von wenigen Raketen auf die israelischen Chemieanlagen der Explosion einer Atombombe gleichkäme. Er drohte in der Vergangenheit auch, dass er israelische Atomanlagen in Dimona mit Raketen angreifen könnte. Wie der Iran seine regionalen Hegemonialansprüche durchsetzt, wurde durch die aktive Zusammenarbeit der schiitischen Milizen mit der irakischen Armee, mit der irakischen Regierung, die schon fast in der Hand der iranischen Regierung ist, beim Einmarsch in Kirkuk, ein kurdisches Gebiet im Irak, sichtbar. Alle Beobachter waren überrascht, wie schnell die schiitischen Milizen waren. Die Kurden wurden alleingelassen. Indessen haben sich auch das iranische Regime und die türkische Regierung offensichtlich geeinigt, dass das Erstarken der Kurden verhindert werden müsse und ein unabhängiger Staat Kurdistan erst recht nicht gegründet werden dürfe. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass der Iran seine regionale Hegemonialmacht geostrategisch über einen Korridor durch Irak und Syrien, was man jetzt zurzeit täglich in der Zeitung lesen kann, bis nach Mittelmeer geschaffen hat.
und gleichzeitig bestrebt ist, seinen Einfluss durch die Unterstützung der schiitischen Mehrheit in Bahrain, also von der anderen Seite quasi, und durch die Unterstützung der Houthis in Jemen zu stärken. Also man muss schon sagen, dass die iranische Strategie, Militärstrategie, eigentlich eine eindeutige ist, nämlich die Einkreisung Israels an verschiedenen Stützpunkten. Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass Israel inzwischen von mehreren Fronten aus militärisch angreifbar ist. Wie Ron Ben-Ishai kürzlich in einem Artikel schrieb, spielt Russland eine besonders fragwürdige Rolle bei der Legitimierung der strategischen langfristigen Präsenz der iranischen Militäreinheiten in Syrien. Tatsächlich gibt es eine Verbindung zwischen Russland, den USA und Jordanien, wonach eine Vereinbarung zwischen Russland, USA und Jordanien, wonach alle ausländischen Kräfte Syrien verlassen müssten. Das heißt, auch die iranischen Militärs sollten nach dem Sieg über den IS Syrien verlassen. Aber nach der neuen Positionierung des russischen Außenministers Lavrov träfe dies nicht zu, wenn die syrische Assad-Regierung die Präsenz des iranischen Militärs fordert. Dies bedeutet, dass das iranische Regime eine militärische Basis in Syrien aufbauen kann und seine Kampfflugzeuge in Syrien startbereit halten kann und seine Marine an den syrischen und libanesischen Häfen wie Tartus und Latakia oder Beirut stationieren kann. Insbesondere die iranischen Boden-Luftraketen, iranische S-330 Anti-Aircraft-System, die dort stationiert werden könnten, die sind noch nicht dort stationiert, könnten einen Krieg provozieren, falls diese serienweise in Syrien tatsächlich stationiert werden sollten in Zukunft. Also nicht nur Milizeinheiten, sondern direkte militärische Präsenz. Und dabei hat das iranische Regime bisher hauptsächlich irakische, das muss man auch sagen, und afghanische Söldner eingesetzt. Also zumindest in der bisherigen Strategie kamen iranische Soldaten nicht hin, sondern viele afghanische Kinder sogar. Ich habe, weil ich auch mal Anhörer beim BAMF war, nur in Klammer, habe selber miterlebt, wie viele afghanische Flüchtlinge, die aus dem Iran gekommen sind, hier als Begründung liefern, dass die von der iranischen Regierung nach Syrien geschickt werden sollten und deswegen geflohen sind nach Deutschland. Also irgendwie hängt da alles zusammen. Ich komme daher zu der Frage jetzt abschließend der totalitären Herrschaft des Islamismus, zum Mutterland des Islamismus, so wie die iranische Regierung und die Ideologen das selber sagen, das Mutterland des Islamismus, so wie es in der Staatsdoktrin auch heißt. Dieser theoretische Ansatz widerspricht der gängigen Überzeugung, die von einer Demokratisierbarkeit der Islamischen Republik ausgeht. Während nach der Staatsideologie das islamistische System der islamischen, meiner Meinung nach, Antirepublik die wahre Islamische Republik sei, auch wenn nicht immer vollkommen. Also das wird behauptet sozusagen, dass die Iraner, also die iranischen Ideologen seien, dass die sagen und behaupten, dass das islamische System im Iran die wahre Demokratie sei und nicht das westliche System. Einige Iran-Experten sprechen seit Jahrzehnten, inzwischen schon muss man sagen, 3 Jahrzehnten, von einem dualistischen System, da es im Iran wählbare Institutionen gäbe und gleichzeitig nicht wählbare Institutionen und Organe wie der religionspolitische Führer. Tatsächlich ist es so, dass die Reformislamisten im Iran immer weniger zu sagen haben. Ich würde sagen, zurzeit gar nichts mehr zu sagen haben. Präsident Rouhani hat sich nie selber als Reformer verstanden und unter seiner Regierung hat sogar Mohammad Khatami zurzeit Hausarrest bekommen. Mohammad Khatami, also nicht nur Mousavi, der die erste Verfassung der Islamischen Republik unterzeichnet hat. Ich habe eine Verfassung des Iran zu Hause, da ist der Unterzeichner der Verfassung Mousavi, der sitzt inzwischen im Hausarrest. Khatami darf zurzeit öffentlich nicht mehr auftreten, ehemaliger Präsident. Ebenfalls Mehdi Karoubi, den der erste Revolutionsführer Ayatollah Khamenei als seinen besten Sohn bezeichnet hatte, hat Hausarrest. Aber die zwei islamistischen Flügel teilen
Also die zwei islamistischen Flügel teilen nicht so, wie manche hier hoffen, hierzulande hoffen, die Macht in der Diktatur. Es kann nicht genug hervorgehoben werden, dass im Iran keine wirklichen Wahlen existieren, da die Bevölkerung einfach nicht ihre Kandidaten wählt, sondern die Kandidaten des Wächterrates und des Führers. Die Wahlen dienen lediglich der islamistischen Mobilisierung und der islamischen der Bevölkerung, die Mobilisierung der Bevölkerung. Das islamistische System braucht Wahlen, da die vorgebliche Einheit von Bevölkerung und Regime immer wieder plebiszitär bestätigt werden muss. Kandidaten oder Parteien, die das System ablehnen, werden gar nicht erst zugelassen, doch es gab in den ersten 3 Dekaden der Geschichte der Islamischen Republik Machtkämpfe zwischen den herrschenden Cliquen, bei denen es auch um taktische Differenzierungen geht. Heute sind die Reformislamisten quasi kaltgestellt. Es herrschen hauptsächlich die Prinzipialisten und die Mitte zwischen den Prinzipialisten, der eben in Person in Rouhani repräsentiert, von Person Rouhani repräsentiert wird. In ohnehin engen Rahmen des Systems einer totalitären Diktatur werden die Grenzen immer enger gezogen. Rouhani muss immer wieder seine Taktik austarieren. Überdies können der Wächterrat und andere Kontrollgremien sowie Khamenei alle verbalen Reformvorhaben unterbinden, falls ein Präsident es tatsächlich einmal wagen sollte, etwas zu ändern. Es ist bisher zum Beispiel wurde eine Reformierung von Teilen der Verfassung gefordert. Das wurde dann von der herrschenden Seite geradezu als Gotteslästerung dargestellt. Der Antisemitismus in der Form einer eliminatorischen anti-israelischen Ideologie ist nach wie vor eine ideologische Säule der Islamischen Republik. Es wäre ein Hohn zu behaupten, dass die iranischen Juden im Iran frei leben würden, wie das die Regierung tut, wenn sie sich von Israel entsolidarisieren müssen. Das ist nämlich die Bedingung, dass sie sogar auch an Rutsch-Demonstrationen teilnehmen und gegen Israel protestieren. Neben der Position des religionspolitischen Führers gehören das Pseudoparlament und der sogenannte Schlichtungsrat, der zwischen dem totalitären Organ des Wächterrates und dem Pseudoparlament schlichten soll. Sie gehören auch meines Erachtens zu der totalitären Institution, weil das, was hier in der Presse oft als ein Parlament dargestellt wird, eher den Charakter einer Partei hat und nicht eines Parlaments. Von dem mächtigen Nationalen Sicherheitsrat ganz zu schweigen. Hinzu kommen die Justiz und die Revolutionsgarden. Im Iran ist die Souveränität des Volkes gänzlich aufgehoben in Wirklichkeit. Der religiöse Führer wird vom Gott legitimiert und ideologisch, und die Bevölkerung muss sich im totalen Gehorsam dem Führer unterordnen. Der Führer und dessen Propagandainstitutionen legitimieren die Herrschaft des Staatsklerus, der heute von einem mächtigen Apparat von Revolutionsgardisten, die auch die Wirtschaft kontrollieren, getragen wird. Es wäre falsch zu behaupten, dass der Staatsklerus keine Macht hätte, wie vor ein paar Jahren sogar in den USA Mode wurde, oder sich sogar säkularisiert hätte. Zumal die Staatsideologie des Iran die Ideologie der Herrschaft des Klerus par excellence ist. Denn der Klerus muss nach der kommunistischen Lehre so lange herrschen, bis der Mahdi, also der Erlöser, erschienen sei. Man kann indessen durchaus von einer militarisierten, aber bis an die Zähne bewaffneten totalitären Macht des Staatsklerus und ihrer Soldaten sprechen. Ein Staatsklerus, der auf dem Höhepunkt seiner Macht zynischer geworden ist wie je zuvor. Beispielsweise wurde kürzlich von dem persönlichen Berater von Ali Khamenei hervorgehoben, dass die iranischen Raketen, die eine Reichweite bis 2000 Kilometer hätten, sich nur gegen Israel und gegen US-amerikanische Ziele richten würden und nicht gegen Europa. Dabei haben führende Persönlichkeiten wie Hechmatullah Falatan Pishe und General Jafari ausdrücklich explizit gesagt, dass die Raketen, also die Europäer angesprochen, die europäischen Politiker angesprochen haben, gesagt, dass das iranische Raketenprogramm sogar die Sicherheit Europas begünstigen könnte, indem und weil sich die Raketen gegen die vermeintlichen Feinde richten würden.
Dahinter steckt eine Geschichte, die 40 Jahre alt ist geradezu. Schon zu Beginn der Revolution hat man versucht, quasi Europa von den USA zu trennen. Europa sei eigentlich ein Teil des guten Westens, des besseren Westens, USA der große Teufel und Israel der kleinere Teufel. Diese Politik, die ich schon vor einigen Jahren als eine iranische Spaltpilzpolitik bezeichnet habe, die ihre Anhänger in der deutschen Wissenschaft sogar hat, muss man sagen, verfolgt ein ganz klares Ziel. Heute sagen iranische Strategen, wir würden sogar mit unserem Raketenprogramm Europa schützen. Die richten nur sich gegen USA, die USA und Israel. Also regt euch nicht auf, das sagen sie zu den europäischen sozusagen Verhandlungspartnern. Aber, und darin liegt eine Chance, wie ich gleich dazu kommen werde. Der Macht, also Chance sozusagen einer möglichen Perspektive, der Machtanspruch der Diktatur und deren Wille zur Beherrschung der gesamten Gesellschaft ist aber totalitär und bleibt totalitär. Totalitäre, also solange zumindest dieses Regime herrscht, totalitäre Herrscher versuchen immer, eine gemeinsame Identität mit den Beherrschten herzustellen. Die islamisch verbrämte Diktatur bleibt ungeachtet dessen entschlossen, alle staatlichen Organe zu instrumentalisieren und seine Macht nach innen durchzusetzen und sogar Freiwillige für den Krieg nach außen zu gewinnen. Ich möchte es nicht unerwähnt lassen, dass sowohl die geschlechtsspezifische Diskriminierung der Frauen als auch die systematische Verfolgung der Baha'i im Iran als ein Merkmal der neuen totalitären Herrschaft benannt werden muss. Ich schließe meinen Vortrag mit einer weiteren These, dass die Ultima Ratio des neuen Totalitarismus der Selbstmord eines politischen Systems werden könnte und sein könnte. Iran weitet gegenwärtig seine Macht aus und wir haben anhand der Atomverhandlungen gesehen, dass die iranischen Machthaber gewillt sind, ihre politischen Ziele zweckrational durchzusetzen. Das ist das, was oft hervorgehoben wird, dass wir es mit einem rationalen Partner zu tun haben. Ich sage, dass die iranische Regierung in der Tat seine politischen Ziele zweckrational durchsetzt. Gleichzeitig ist aber der Nahe Osten heute ein noch größeres Pulverfass geworden, wie im Vergleich zum Beispiel mit vor 10 Jahren. Mit Nachdruck muss auf den totalitären Herrschaftsanspruch und Ideologie des Iran in dem Zusammenhang hingewiesen werden. Auch weil das islamistische Herrschaftssystem meines Erachtens den Totalitarismus par excellence repräsentiert. Dieser neue Totalitarismus handelt zwar zweckrational, wenn es um die Verfolgung seiner politischen Ziele geht, aber die totalitäre Ideologie führt gleichzeitig die Diktatur in eine Sphäre der Weltflucht und damit der Unvernunft, in dem der Zeitgeist einer aufgeklärten modernen Gesellschaft ignoriert wird. Ich habe in meiner Dissertation vor 15 Jahren, 20 Jahren von einer Gegenmoderne gesprochen, von einem System des religiösen Fundamentalismus, der die Technologie der Moderne vollständig adaptiert, aber kulturell und politisch sich als Gegenmoderne darstellt und selbst versteht. Eine Gegenmoderne, die alle Werte einer aufgeklärten Welt, insbesondere die Menschenrechte, so wie diese im Charta der Vereinten Nationen oder in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert sind und als ein Minimalkonsens eines politischen Friedens eigentlich zwischen den Völkern verstanden werden könnten, per se in Frage stellt. Denn die islamistische Ideologie blendet die Frommen und die Bevölkerung im eigenen Land, die nach Aufklärung dürstet und eine freie Gesellschaft ersehnt. Die islamistische Ideologie jedoch wird zum Schleier des politischen Systems am Ende und macht es blind für die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung und für den Gang der Geschichte. Der Islamismus hat sich das Ende der Geschichte erklärt, hat für sich selbst und propagandistisch das Ende der Geschichte erklärt. Die islamistischen Machthaber setzen die vermeintlich letzte Wahrheit Gottes als den totalitären Staatswillen durch und genau in diesem Moment beginnt im Endergebnis die Irrationalität des politischen Handelns einer totalitären Diktatur, auch in seiner Militärstrategie. Eine Diktatur, die, wenn es sich in Frage gestellt sieht,
irrational wird und gewalttätig handelt und gefährliche Drohungen spricht, wie die Drohung, sogar die US-amerikanische Marine im Persischen Golf anzugreifen oder immer wieder mit Vernichtungsfantasien gegen Israel die Gefühle der eigenen Bevölkerung zu erhitzen und zu mobilisieren. Dabei handelt es sich jedoch, wie die Gegenwartsgeschichte unsere Hauptzeuge ist, nicht um faktische Unterstützung, nicht nur um faktische Unterstützung von Terrorbewegungen wie Hezbollah und punktuell auch wie der Taliban im Übrigen in Afghanistan, um den Westen strategisch überall an allen Punkten zu schwächen. Die entscheidende Frage ist also, wird Europa die neue iranisch-islamistische Strategie als fait accompli, das heißt als eine vollendete Tatsache akzeptieren? Natürlich ist es erstmal eine vollendete Tatsache, wenn Militärs dort stationiert sind, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Kapituliert man oder wird Europa und vor allem auch Deutschland versuchen, den wachsenden militärischen Einfluss des Iran zumindest einzudämmen? Denn wenn davon ausgegangen wird, dass die Islamisten im Iran nicht das Ende der iranischen Geschichte eingeläutet haben und wenn davon ausgegangen wird, dass ein wachsender Teil der iranischen Bevölkerung an einer Trennung von Staat und Religion und damit an einer Geschichte jenseits der Islamischen Republik festhält, bleibt die Frage, wie rational sich die islamistischen Machthaber dann verhalten, wenn der Iran an einem Scheideweg angekommen ist zwischen Freiheit und Diktatur. Die Zerschlagung der grünen Bewegung und die katastrophalen Menschenrechtslage im Iran lässt nur ahnen, dass die totalitären Machthaber mitnichten gewillt sind, ihre Macht freiwillig in Frage zu stellen oder gar mit systemkonformen Reformislamisten zu teilen auf die Dauer. Von den säkularen und nationalreligiösen, sozialistischen oder sogar royalistischen Kräften, die es nun mal im Iran und im Ausland gibt, ganz zu schweigen. Bis dato setzen die iranischen Machthaber auf Machterhalt und militärische Expansion. Eines ist aber sicher, das iranische Raketenprogramm und weitere Militärbasen in Irak, Syrien und Libanon sollten auch als eine Gefahr für Europa betrachtet werden. Und solange die totalitäre Staatsideologie des Islamismus tatsächlich die menschenrechtlichen und demokratischen Willen auch der eigenen Bevölkerung rational nicht verstehen kann und sich gegen die Bedürfnisse der eigenen Gesellschaft und gegen die Maßstäbe einer sich globalisierenden Welt stellt, nämlich als Gegenmoderne, wird dieses System in eine Sackgasse der Geschichte landen müssen und genau in diesem Moment ist auch die Gefahr gegeben, dass die islamistische Ideologie mit einer besonders destruktiven Irrationalität reagiert, die selbstmörderisch und mörderisch ist, so wie wir das auch im Iran-Irak-Krieg gesehen haben. Diese Gefahr als eine fait accompli zu betrachten und davor zu kapitulieren, als diese einzudämmen, statt diese einzudämmen, kann nur die Gefahr eines zerstörerischen Krieges noch mehr erhöhen. Und da ich davon ausgehe, dass die Lösung vieler Probleme der Menschheit nicht in Aufrüstung, sondern in weltweiter Abrüstung eigentlich liegt, ich habe immerhin bei einem Friedensforscher studiert, kann dennoch im historischen Vergleich mit der Sowjetunion die gegenwärtige militärische Expansion eine Chance in sich bergen, die ich eine totalitäre Selbstüberschätzung nennen möchte. Auch die Sowjetunion dachte im Konkurrenzkampf den Westen überholen zu können und verstieg sich in eine Aufrüstungspolitik, die schließlich die Sowjetunion in die Knie zwang. Ein wirtschaftlicher Kollaps und der demokratische Wille der Bevölkerung können zum Geburtshelfer eines Iran jenseits von Islamismus werden. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Dann würden wir jetzt direkt in Diskussion starten. Gibt es denn Bedarf, Fragen, Streitpunkte, die geäußert werden möchten? Ich würde immer einmal dran nehmen. Sie können sich auch gerne während der Antwort dann melden. Ich behalte das im Kopf, wer sich gemeldet hat. Ja, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Der Artikel von Demmelhuber endet mit dem Satz: Die Rekonfiguration des Nahen Ostens hat gerade erst angefangen. Sie haben jetzt in Ihrem Vortrag Saudi-Arabien gar nicht thematisiert. Welche Rolle spielt denn dieses Verhältnis? Denn wenn es also nach meiner Vorstellung eine Macht geben kann, die
was gegenwärtig auf der Basis von Stellvertreterkriegen stattfindet, ob jetzt im Jemen oder wo auch immer, dann wäre das doch Saudi-Arabien. Und im vergangenen Jahr hat die FAZ gesagt, der Iran sei militärisch momentan nicht in der Lage, ein Land, das schon lange keinen Krieg mehr geführt hat, also offiziell Saudi-Arabien, oder wie war es jetzt? Na jedenfalls, Saudi-Arabien hat eine sehr gute, die haben mehrere F-15-Bomber und so weiter, sind sie also sehr gut aufgestellt. Wie würde das denn nach Ihrer Auffassung, wenn das wirklich so zu dieser Überschätzung käme, wie würde das denn ausgehen? Ich hoffe erstmal nicht, dass es zu dieser Selbstüberschätzung des Iran kommt. Es sieht da aber danach aus, wenn man einzelne Bemerkungen sieht. Ich fange anders an. Es gibt einen kanadischen Soziologen und Politikwissenschaftler, Ignatieff heißt er, der schon vor Jahren ein kleines Büchlein geschrieben hat und sagte, wenn man den islamischen Fundamentalismus im Iran kritisiert, heißt es nicht, dass man Saudi-Arabien nicht kritisieren sollte. Wenn man etwas kritisiert, muss man das Ganze kritisieren. Also, und ich bin immer eher ein, sozusagen, ich finde diese Position von Ignatieff sehr gut. Er ist Professor für Soziologie oder Politikwissenschaft an einer kanadischen Universität. Das heißt, ich bin kein Verteidiger des Systems in Saudi-Arabien. Ich muss noch einen Punkt dazu sagen. Also ich meine, damals meine Arbeit schrieb, das war natürlich in den Zeiten, wo die Reformer im Iran an der Macht waren und auch meine damaligen Professoren, das war ein Thema und auch an der Uni wurde das diskutiert. Was ist der Unterschied eigentlich? Warum sollen wir denn Iran, das war die Fragestellung, anders behandeln aus Saudi-Arabien oder Afghanistan? Warum soll man die eigentlich anders behandeln? Und meine These war immer, versuche ich auch nachzuweisen, und das war auch ein Punkt, warum man den Iran, die Islamische Republik, als totalitär bezeichnen kann und Saudi-Arabien nicht, obwohl Saudi-Arabien für uns genauso gewalttätig, ich will jetzt den Begriff barbarisch in dem Zusammenhang nicht, aber auf jeden Fall unmenschlich reagieren kann, wenn Menschen auf der Straße geköpft werden mit einem Schwert. Das heißt, ich weiß, dass Saudi-Arabien, Afghanistan und Iran alle oder gerade die gesamte arabische Welt, um kurz zu sagen, der arabische Frühling, ja, also man hat gehofft, dass die gesamte Region sich demokratisieren und ich war eigentlich einer der Ersten, die damals gesagt haben, warum sollte sich diese Region demokratisieren, warum eigentlich? Warum erhofft, hat man diese Hoffnung, wenn es um diese Bewegung gibt, die man ja aus der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens eigentlich kennt? Kurzum, was will ich sagen? Der Unterschied zwischen Saudi-Arabien, Afghanistan und Irak, was oft von verschiedenen Experten immer wieder gleichgesetzt wird und dann wird dann am Ende gesagt, naja, die Iraner sind ja eigentlich gar nicht so unfreundlich, ist, dass der Iran, der Gegensatz zwischen dem gesellschaftlichen Potenzial, das im Iran vorherrscht, das in Saudi-Arabien und Afghanistan zum Beispiel nicht vorherrscht, und der Macht des Staates. Natürlich ist es so, dass in Saudi-Arabien, naja, was soll denn ändern? Es gibt nicht Saudi-Arabien als solche. Saudi-arabisches Militär ist eigentlich US-amerikanisches Militär, machen wir uns nicht vor. In Saudi-Arabien ist einer der größten militärischen Basen der USA. Also wenn der Iran Saudi-Arabien angreifen würde, würde der Iran eine Kriegserklärung gegen die USA ausüben. So, das heißt, ich persönlich glaube ja gar nicht, dass der Iran, die iranische Regierung ist tatsächlich viel zu zweckrational, als sie sowas tun würde. Der Iran wird nicht einen Krieg anzetteln. Ich glaube es nicht. Aber Kriege sind nie bewusst angezettelt. Das Problem liegt ganz woanders. Kriege sind nie bewusst angezettelt worden. Das ist das Argument. Wenn eine Ideologie schon so seit 40 Jahren wirklich gefestigt ist, zum Beispiel die anti-israelische Politik, die eliminatorische Ideologie, das muss man einfach sagen, die ist eine gefestigte, ernste Staatsideologie. So, da braucht es gar nicht dazu,
einen unvernünftigen Akteur zu haben, der plötzlich eine Kriegserklärung macht, da braucht es unter der gegenwärtigen Gemengelage, dass der Iran jetzt plötzlich wahrscheinlich auch vor 20 Jahren gar nicht gedacht hat, dass sie 20 Jahre später vor den Grenzen Israels stehen werden. Das ist ja tatsächlich so gekommen. Das hat ja niemand geplant. Ich glaube nicht, dass Ahmadinejad damals gedacht hat, dass sie eines Tages vor den Golanhöhen stehen, dass iranische Offiziere vor den Golanhöhen stehen können. Das hat, davon hat, haben die iranischen Strategen schon vor 10 Jahren, bin ich fest davon überzeugt, sich das nicht erträumen lassen können. Das ist der Gang der Geschichte. Geschichte ist nicht planbar. Das ist auch eine Auseinandersetzung, die ich mit meinen Kollegen in meiner früheren Stiftung hatte. Man kann Geschichte nicht planen. Und erst recht nicht die Geschichte einer zerrissenen Gesellschaft oder zerrissenen Gesellschaften wie im Nahen und Mittleren Osten. Das war auch ein Fehler der USA gewesen, meines Erachtens. Zu glauben, wir stürzen erst Syrien und dann kommen die Iraner dran. Das ist genau das Gegenteil passiert. Genau das Gegenteil. Man hat nicht nur Assad gestürzt, sondern die Iraner stehen jetzt plötzlich vor den Grenzen Israels. Genau das Gegenteil. So, also der Dominoeffekt war der blödste, dummste, sozusagen ideologisch, eine dummste ideologische Annahme, die man haben konnte. Und das wurde ernsthaft von vielen Strategen und Theoretikern und Nahostexperten propagiert. Ich war zum Beispiel damals dagegen. So. Trotzdem bleibt es die Geschichte ist unkontrollierbar. Ich war vor x Jahren von der Chaos-Theorie besonders fasziniert, weil es gibt so eine Bifurkationstheorie, man kann Geschichte sowohl lenken, man kann aber auch Geschichte sozusagen laufen lassen, es entstehen unkontrolliert neue Phänomene. Das, was wir heute haben, ist eigentlich nur chaostheoretisch zu erklären, nämlich, dass plötzlich der Iran vor den Grenzen Israels steht. Ich glaube, rational haben wir das gar nicht bisher verarbeitet, dass iranische Armee vor den Grenzen Israels steht, nämlich mit einer zerstörerischen Ideologie. Ich glaube gar nicht, ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch im Prozess sind, das erst zu verdauern. So, jetzt, wie gehen wir damit um? Saudi-Arabien mag sein, das ist sicherlich so, das ist kein kulturell ein sehr problematisches Land, politisch ein unglaublich problematisches Land. Aber die haben, was ist aber? Ich verteidige Saudi-Arabien nicht, bitte. So, Saudi-Arabien steht aber trotzdem auf der anderen Seite. Das ist so. So, und wie kann es dazu kommen? Ich glaube, dass als damals, es gab vor x Jahren, haben iranische Revolutionsgardisten, haben Boote im Persischen Golf, die Grenze überschritten haben, auch ein britisches Boot mal gekapert. Die waren ein paar Tage im Iran, das waren Soldaten sogar dabei, man hat sie damals freigelassen, alle waren kontrolliert. Ich weiß nicht, ob, wenn genau dasselbe in 2 Jahren oder in 2 Monaten passieren würde, ob alle sich so kontrolliert verhalten würden. Die Stimmung ist eine ganz andere. Die Stimmung ist eine rein kriegerische, die unvergleichbar ist. Auf der einen Seite die EU, deswegen habe ich das so langwierig dargestellt und ich weiß, es ist sehr langweilig war, die ganze Resolutionsgeschichte darzustellen. Mir war es aber wichtig, auch für mich selber nochmal zu vergegenwärtigen, als ich das geschrieben habe, ich wollte es verstehen, warum Europa so fest dran hält. Es war ein jahrelanger Kampf, um so weit zu kommen. Ein Jahrzehnt gedauert, bis man den Iran so weit gekriegt hat, und das ist kein Spaß, das würde ich auch sozusagen an diejenigen sagen, die einfach per se sagen, ja, man muss den Atomvertrag kippen. Ich bin gar nicht der Meinung, dass man den einfach so kippen sollte. So, weil dann haben wir tatsächlich einen Krieg. Dann kommt der Krieg ohne einen Stolperstein, der kommt so. So, das heißt, man muss tatsächlich jetzt schauen, wie wir das, was wir haben, behalten und trotzdem zum Beispiel das Raketenprogramm problematisieren. Trotzdem diesen Irrsinn, dass der Iran plötzlich sagt, und das sind keine Spaßvogel, das sind ernste Militärs, wichtige Leute im Land, die sagen, wir sind in der Lage, Europa zu schützen. Wir sind in der Lage, Europa vor Israel zu schützen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee?
Das ist wirklich die Idee der Sowjetunion, in den 60er Jahren USA zu überholen. Das ist genauso Irrsinn gewesen. Aber man hat es propagiert. So, das ist diese totalitäre, das, was ich jetzt totalitäre Selbstüberschätzung. Ich glaube, sage mal so, das haben sogar israelische, ich habe ein paar Sachen gelesen, Experten jetzt in den letzten Wochen, zwei Wochen, das hat sich da sehr erhitzt, ist da sehr viel zustande. So, wir sagen, naja, also die werden auch sozusagen der iranischen Armee gewachsen sein. Es gibt so. Ich hoffe nicht, dass ich muss ehrlich sagen, ich bin für weltweite Abrüstung. Also das kommt zu. Das ist so mein Hinterkopf. Ich habe immer noch, obwohl ich mich mit Terrorismus und Kriegen und Konflikten in der Welt auseinandersetze, trotzdem bin ich der Meinung, das ist keine Lösung. Kriege können keine Lösung sein. Kriege können weder für Israel noch für den Nahen Osten eine Lösung sein. Also es ist besser, wenn man weltweit abrüstet. Aber trotzdem, wo fängt man an? Lässt man zu, dass der Iran weiter rüstet? Oder fängt man ganz woanders an? Auch wenn man weltweit abrüsten will, muss man gucken, dass sich an einer anderen Ecke das Ganze nicht platzt. So, und es ist am Platz. Deswegen habe ich die Resolutionsgeschichte auch sozusagen so langwierig nochmal mir vorgenommen, um zu zeigen, okay, es gibt Gründe, den Atomvertrag nicht platzen zu lassen. Aber bitte, wie will man denn, zum Atomvertrag gehört auch der militärische Teil, die Aufrüstungspolitik, zum Atomprogramm, zu diesem Vertrag gehörte auch, dass der Iran seine Rüstungspolitik stoppt. Und all das ist nicht passiert. Das war sozusagen der große Zusammenhang, den ich vielleicht doch nicht in einer Stunde darstellen sollte oder anderthalb Stunden, aber es nur mal gemacht habe. Andreas, bitte. Hallo. Ich habe nur noch auch noch mal eine spezielle Frage zu dem Unterschied zwischen Iran und Saudi-Arabien, was den Antisemitismus angeht, wie Sie das vielleicht einschätzen würden, wenn man über eliminatorischen Antisemitismus oder Antizionismus spricht im Iran. Wie würden Sie den Unterschied zu Saudi-Arabien, kann man das sagen, so wahrscheinlich? Also um ehrlich zu sein, ich wundere mich auch über vieles, also es ist jetzt nicht so, dass ich alles... wenn ich jetzt in der Zeitung lese oder in verschiedenen... Ich kriege ziemlich viele Nachrichten, so täglich von verschiedenen Instituten, von Forschungseinrichtungen, Zeitungen etc. Alles zum selben Thema. Sehr langweilig, so auf die Dauer. Offensichtlich kann sich Israel mit Saudi-Arabien einigen. Wie das passiert, weiß ich auch nicht. Muss ich ehrlich, also das sind, sagen wir mal so, das sind wahrscheinlich aber auch diese kurzfristigen, tut mir leid, dass ich das so sage, ich hoffe, so, das sind wahrscheinlich auch diese kurzfristigen militärischen oder strategischen Lösungen. Israel hat ein Problem mit dem Iran, meiner Meinung nach, das habe ich ja bewiesen in meiner Geschichte, ein begründetes Problem. Saudi-Arabien hat auf der anderen Seite ein Problem mit dem Iran, da sage ich, ich kann mit beiden nicht sozusagen so. Aber indessen sind die USA, ist nun mal das darf man nicht unterschätzen. Es ist eine militärische Basis der USA. Saudi-Arabien. Und dass plötzlich von heute auf morgen die Frauen Taxi fahren können oder Autos fahren können. Für die Iraner ist es ein Lacher. Also insofern wäre die iranische Geschichte tatsächlich 100 Jahre, 200 Jahre weiter. Weil iranische Gesellschaft an der Stelle. Ich bin oft kritisiert worden damals, warum ich den Iran so anders behandle. Ich komme nochmal dazu, weil es eigentlich sehr wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass die iranische Gesellschaft im Vergleich zu den umgebenden Ländern, vielleicht die Türkei war anders. Nicht nur vielleicht, sondern sicherlich. Die Türkei hat sich auch modernisiert. Aber alle anderen Staaten, von Afghanistan bis zu der arabischen Welt, da haben sich die Gesellschaften im Vergleich zu der türkischen und iranischen Gesellschaft nie modernisiert. Im Iran gab es vor 150 Jahren Bestrebungen, man hat die Verfassung Frankreichs und Belgiens übersetzt, muss man das aber nicht. Die erste konstitutionelle Verfassung des Iran war eine pure Übersetzung der belgischen Verfassung. Ein paar Elemente der Frankreich. Es gab es, es ist nie umgesetzt worden. Es war immer eine Diktatur.
zuerst eine Militärdiktatur und dann wirklich eine wirkliche totalitäre Diktatur. So, aber es gab Bewegungen, die nach Europa sich gesehnt haben, die eine konstitutionelle Monarchie haben wollten, die geglaubt haben, eines Tages ein britisches, ein schwedisches Modell, ein spanisches Modell im Iran durchzusetzen, bei den Royalisten zum Beispiel. Umgekehrt bei den Islamisten nie. Die Islamisten wollten immer schon gegen die Moderne, gegen Europa sein. Das ist zum Beispiel ein wichtiger... Diese Bewegung oder dieses Problem, diese Gemengelage gab es in Saudi-Arabien nie. Diese Gemengelage gab es in Afghanistan nie. In Ägypten inzwischen vielleicht ja verspätet. Aber sonst... Also ich würde sagen, so habe ich es beschrieben, Saudi-Arabien ist eine, mit einem Begriff von Weber und Eisenstadt damals, eine wirklich traditionale Gesellschaft. Und Iran ist inzwischen eine zerrissene, halbmoderne Gesellschaft auch. Iran hat eine Bewegung gemacht in die Moderne. Das hat Saudi-Arabien höchstens militärisch gemacht. Dank der amerikanischen Militärpräsenz, aber nicht wirklich. So. Ich frage, ob denn die Islamisten überhaupt dem Islam entsprechen. Ein Islamist, der seine Macht missbraucht gegenüber dem Islam, der wirklich dem Islam entspricht. Es gibt durchaus tolerante Bewegungen im Islam. So viel derbische, die sehr tolerant sind. Und auch der Machtmissbrauch durch die einzelnen Parteien nicht eher ein Hinweis darauf ist, dass der religiöse Konflikt auf dieser Ebene ausgetragen wird. Ich bin kein Theologe, ich habe es immer gesagt. Ich bin nur der Meinung und ich wäre froh, wenn es so weit kommen würde, dass tatsächlich die Trennung von Staat und Religion zustande kommt. So. Und ein Punkt, also ich bin fest der Überzeugung, das habe ich damals auch in meiner Arbeit geschrieben, dass diese Form der Säkularisierung nur dann zustande kommen kann, wenn sich die Machthaber eines islamischen Staates, und nicht nur im Iran, der gesamten islamischen Welt, aufhören würden, zu versuchen, die Justiz mit islamischen Gesetzgebung zu vermischen. Das wäre das Ende, das ist der Anfang des Totalitarismus. Man kann heute nicht mehr das islamische Gesetz, es gibt nun mal islamische Gesetze, die kann man auch teilweise auch nicht mehr uminterpretieren. Was will man denn beim Erbrecht oder bei so, man kann sagen, ja, das war so nicht so gemeint. Ich sage noch einen Punkt, der immer wieder als Provokation verstanden wurde, aber das war nicht ernst. Das würde ich jetzt auch heute Abend los. Ich sage immer, die Muslime müssten eigentlich von den Juden lernen. Wir haben einen Staat Israel, versteht sich als ein jüdischer Staat, aber wenn sie mit einem Israeli sprechen, sagt, wir setzen das alttestamentarische Gesetz nicht mehr um. Punkt. So, das ist ein zivilisatorischer Sprung, zu sagen, wir sind ein jüdischer Staat, aber wir setzen das alttestamentarische Gesetz nicht mehr um. So, wenn wir eines Tages einen islamischen Staat hätten, wo die Machthaber sagen würden, okay, wir sind zwar islamisch, das ist unser Glaube, das ist unsere Religion, aber wir sind weit davon entfernt, da ist der Koran, den haben wir geküsst, aufs Regalgesetz gelegt, so hat mir das damals jemand gesagt, so. Aber wir setzen das Gesetz nicht mehr um. Das kann jeder machen in seinem individuellen Alltag, in seinem, so wie er, aber als Staat haben wir uns davon verabschiedet. Wenn das eines Tages passieren würde, dann könnten wir auch uns vorstellen, dass wir islamische Gesellschaften haben, die zumindest in der Lage sind, denn die Transformationsphase würde meines Wissens sehr viel diskutiert werden, was er vorhin fand. So, die Transformationsphase würde erst dann beginnen, meiner Meinung nach. Eine islamistische Diktatur erlaubt keine Transformationsphase. Das widerspreche ich zum Beispiel. Also, so, die Transformationsphase kann beginnen, eine Gesellschaft kann lernen, wenn ein Mindestmaß an Freiheit herrscht. Wenn das nicht gegeben ist, wie soll sich diese Gesellschaft wandeln? Also man kann das gut an dem Beispiel sehen, wie die Sufis im Iran behandelt werden und wie die Sufis in der Türkei behandelt werden. Von mir aus. Die werden toleriert in der Türkei, im Iran wird stark gekämpft. Nur fragen Sie sich noch, wie lange das in der Türkei handelt. Ja, aber gut, ja. Aber das wäre doch deren Weg in die Freiheit, oder wo?
Ich weiß nicht, ob die Sufis die Zukunft der islamischen Welt werden. Halte ich mich raus. Ich bin, wie gesagt, kein Theologe. Ich hoffe, dass es anders ist. Das ist eine sehr tolle Wand, ich glaube. Ja. Achso, irgendwie vorne habe ich gerade nicht gesehen. Dann vielleicht zurück zum Atomprogramm. Glauben Sie denn, dass der Iran vielleicht schon eine Breakout-Capability erreicht haben könnte oder nah dran ist, eine solche zu erreichen? Und das Zweite wäre dann, was wären denn jetzt effektive Maßnahmen, den Joint Comprehensive Plan of Action vom offensichtlich zahnlosen Tiger zu einem effektiven Instrument der Rüstungskontrolle zu machen? Zur ersten Frage kann ich keine Antwort geben. Also ich habe weder geheime Daten, Materialien, die ich bearbeite. Ich lese genauso viel. Vielleicht lese ich ein paar Bücher mehr in Bezug auf dieses Problem, auch in der Originalliteratur, aber mehr nicht. So, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich lese genauso die verschiedenen Meinungen wie Sie. Der Iran. Es gibt ja Leute sogar, die vor Jahren gesagt haben, ernsthafte Leute, dass der Iran einen atomaren Sprengkopf hat oder vielleicht zwei, drei. So, und zwar importierte. Ich kann diese Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich kann auch letztendlich diese Warnung aus dem Iran nicht beantworten. Ich persönlich glaube zwar, dass die iranische Mentalität eine andere ist als die arabische, zum Beispiel, dass die, tut mir leid, ich das jetzt so sage, dass wenn die Perser sagen, wir sind bald soweit, dass sie das wirklich ernst meinen, von der Mentalität her sind es keine Leute, die prahlen würden. Das kennt man eher von der arabischen Welt. Da wird mehr geprahlt. Im Iran prahlt man so nicht. Also sie sind ein bisschen standhafter in ihrer Meinung, sozusagen preußischer. So, aber das ist meine Annahme. Aber mehr kann ich das so nicht sagen. Aber trotzdem, als ich das gelesen habe, wir können in 5 Tagen 20% anreichen, dachte ich. Können Sie es wirklich? Aber als ich dann die Begründung las, dass sie eigentlich nur die Höhlen zementiert haben, dachte ich, okay, das, was sie wussten, dass sie seit 2000 Jahren Schach spielen. Und sie sind bessere Schachspieler als die Europäer. So, das, ja, sie können das besser. Und sie denken viele Schritte hinter, so zusammen. Und zu der letzten Frage, wie man das. Ich habe es ja genau diesen Punkt versucht zu verzahnen. So das Atomprogramm und das aktuelle, weil ich finde das schrecklich. Ich finde, dass wir in einer wirklich schlimmen Zeit sind. Dass wir, also wir sind tatsächlich kurz vor einem potenziellen Krieg. Und also sagen wir es anders. Der Krieg war noch nie so nahe wie jetzt. Wir haben noch nie, dieses Pulverfass war noch nie so voll wie jetzt oder so. Ich hoffe, dass Europa, um ehrlich zu sein, ich versuche, dass Europa und insbesondere Deutschland aktiv wird und dieses Problem versucht, tatsächlich diplomatisch zu lösen. Weil wenn es zu einer wirklichen Konfrontation kommen sollte, werden wahrscheinlich beide Seiten sehr entschlossen sein, die Waffen aufeinander zu richten. Und das wäre, glaube ich, keine Lösung. Das wäre... Da wäre doch Europa gefragt, dass die hier Initiativen starten. Und eins, da bin ich wiederum ganz klar positioniert, um den Iran, die iranische Armee und Präsenz aus den Ländern, zumindest aus Syrien, aus dem Irak wird man das wahrscheinlich nicht schaffen, weil Irak ist ja schon bald, vielleicht wie Sie sagten, fast Iran geworden. Aber zumindest die Präsenz aus Syrien zurück zu befördern. So, wenn das gelinge, wären wir schon einen Schritt weiter. Wie gesagt, vor 10 Jahren habe ich noch davon geträumt, dass vielleicht irgendwann mal eine UN-Resolution umgesetzt wird, um die Hezbollah zu entwaffen. Da haben alle gelacht. Ich habe gesagt, aber das ist ja die UN-Resolution, habe ich ja nicht geschrieben. Das haben die Weltmächte geschrieben. So, aber so. Heute, wie gesagt, das ist haben dieselben Gruppen, das ist eine kleine Armee. So, tschüss. Wir hatten vor 10 Tagen im Rahmen unseres Dias Academicus einen Vortrag über China.
Und wir haben jetzt viel über die USA geredet, wir haben über den Einfluss Russlands in dieser Region gesprochen. Was würde denn passieren, wenn sich das zuspitzt? Welche Rolle würden Sie denn China in dieser Region zuschreiben? Gibt es überhaupt eine maßgebliche, aus Ihrer Sicht, Rolle Chinas in diesem Konflikt? Also China hat die größten Wirtschaftsinteressen im Persischen Golf, Öl. China ist genauso an Öl interessiert. China hat kein Öl. Deswegen ist China und Russland sind in der Tat, die werden die Hauptakteure sein, die den Konflikt noch stärker heraufbeschwören könnten. Nicht heraufbeschwören, sondern vervollständigen können. So, als Konflikt. Da ist, mir ist es auch nicht klar, wie sich in der Tat China verhalten würde. Würde sich China langfristig, so absurd es klingt, ähnlich wie Japan, sich der USA annähern? Ist sehr unwahrscheinlich, aber aus reinen wirtschaftlichen Kalkül, dass sie zumindest stillhalten. Wir wissen, dass sie auch Nordkorea im Grunde genommen in der Hand haben, die Chinesen. Dass China mit Nordkorea spielt. Die können ihren Einfluss ausüben, sie können mal der einen Seite Hoffnung geben und trotzdem können sie die Nordkoreaner unterstützen und stärken. Beides ist möglich, sie können beides. Sie haben Gift und Gegengift in der Hand. So, wie sich das im Falle des Iran, ich finde ja, das Hauptproblem ist Russland. Um nochmal einen Punkt, diejenigen, die ständig auf 1953, ich komme ganz kurz zurück drauf, weil es auch ein weltgeschichtliches Ereignis ist, zurückkommen und sagen, erinnert damals hat die USA dies im Iran gemacht. 25 Jahre später ist Russland in Afghanistan, die Rote Armee, einmarschiert. Wäre 53 Russland oder 54 oder 55 mit einem Erstarken der Moskau-orientierten Partei nicht in Iran einmarschiert? Heute, also ich würde behaupten, Russland wäre im Iran einmarschiert. Heute wissen wir, wie stark die Interessen Russlands im Nahen Osten sind. Die sind bereit, sich mit Europäern, das ist ja der langfristige, die Ukraine wäre ja wahrscheinlich gegen dieses Problem, was wir jetzt vielleicht sich anbahnt, noch ein kleines Problem gewesen sein. Wenn da der Nahe Osten zu einem Spielball, Zankapfel zwischen USA und Russland und China und möglicherweise Indien und Pakistan wird, dann haben wir ein echtes Problem. So, und wie sich China verhalten wird, das weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass sie sich zurückhalten, aber ich kann mir nicht wiederum aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man die Aktivitäten Chinas auch in Afrika, ein paar Sachen, also und auch diese Weltmachtkonkurrenz gegenüber USA, wird China ja nicht stillhalten können. Aber ob sich China sich mit den Russen einigen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So, also das ist nicht nur die Frage zwischen Ost und West, sondern auch, wie reagieren die Chinesen und die Russen so aufeinander. So, das weiß ich nicht. Das ist aber, wir haben jetzt zurzeit ein wirklich Welt, sagen wir mal so, der Sozialismus ist gescheitert, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Wir haben, hat man damals gesagt, eine bipolare Welt. Wir haben jetzt tatsächlich eine chaotische multipolare Welt, eine total chaotische multipolare. Wir haben eine islamische Welt, die vollkommen der Galtung hat, mal vor Jahrzehnten so ein Modell entwickelt von verschiedenen Weltblöcken. Diese Weltblöcke sind auch schon nicht mehr da. Ja, wir haben tatsächlich ein ziemlich chaotisches, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch 10 Jahre brauchen, weil bis dahin der Krieg hoffentlich nicht zustande gekommen ist, bis sich tatsächlich die Polarisierung neu gestaltet hat. Ja. Die Welt hat sich noch nicht so neu wirklich polarisiert. Die Fronten werden deutlich anhand des Nahen Ostens. Wir sagen, okay, Irak wird es bald nicht mehr geben. Irak wird im Groß-Iran aufgehen. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird behauptet,
weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Iraker das tatsächlich akzeptieren werden. Dass ein großes persisches Reich entsteht, das bis zu Grenzen Israels geht, auch wenn sich nachher sogar, es gibt ja tatsächlich ein paar iranische Exilintellektuelle, die das behaupten, ja, der Iran wird wieder sozusagen im altpersischen Reich Gestalt auftauchen, Iran und Syrien erobern. Ich glaube es persönlich nicht, weil diese Rechnung kann nicht aufgehen. Es gibt unter Islamisten Nationalisten, die noch mehr nationalistisch sind in ihrer ziemlich absurden, Ahmadinejad war ein kleiner Vertreter von denen, die haben Nachrichtenagenturen im Iran, die sich als Arier, islamisch und ja, Perser in, vom einem persischen Reich träumen. Es gibt eine islamistische Variante. Die sind nicht weg. Und die sind unter den Revolutionsgardien sehr stark. Und das sind auch diejenigen, die das Ganze zurzeit sehr stark forcieren. Die wirklich einen Revolutionsexport par excellence, eine quasi regionale Weltmacht Iran sich wünschen. Ich persönlich glaube es eigentlich. Ich glaube immer noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rechnung aufgeht. Ich glaube eher, dass es diese Selbstübereinschätzung ist, ein ideologisches Programm ist. Wir haben jetzt eine Rakete auf den Mond geschossen, deswegen erobern wir jetzt die Welt. Deswegen überholen wir die USA. Das wird nicht passieren. Also da bin ich trotzdem viel zu positiv zu glauben, dass so eine Diktatur eher, also man weiß ja nicht, nehmen wir an, irgendwann in den nächsten 10 bis 15 Jahren gibt es wieder einen Volksaufstand im Iran. Nehmen wir an, das könnte ja passieren. Wie würde dieses System reagieren? Wird es immer noch, wie wird dann das Volk reagieren, wenn die sehen, der Krieg steht tatsächlich vor der Haustür? Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht diese Fragen beantworten. Gibt es weitere Nachfragen? Ich würde jetzt noch einmal sammeln, dass es vielleicht 20.15 Uhr ist und wir ausgehen. Gibt es noch Bedarf, Redebedarf? Nein? Ich habe vielleicht auf den Antisemitismus nicht geantwortet, nochmal ganz kurz, weil das ja mein Thema war. Ich bin ja von Herrn Schäuble sogar in den Antisemitismus-Gremium damals gewählt worden. Es liegt mir am Herzen, dieses Problem. Wissen Sie, mein Problem ist tatsächlich, eigentlich war Saudi-Arabien eines der ersten Staaten, die dreimal Nein zu Israel gesagt haben. In der Geschichte. So, wie das heute passiert, dass ein solcher Staat, der eigentlich die Existenz Israels eigentlich geleugnet hat, heute bereit ist, mit Israel eine Front gegen Iran aufzubauen, da bin ich, ich bin kein Politiker und ich will auch kein Politiker werden. Und ich kann nur sagen, für mich als jemand, der ein Beobachter des Geschehens, ich finde das absurd. Es ist nicht nachvollziehbar und ich glaube auch nicht, dass die Rechnung aufgeht. Weil ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien von heute auf morgen von Saulus zu Paulus geworden ist. Warum? Nur weil sie jetzt Angst haben vor den amerikanischen Militär, die im Lande sind? Warum? Warum sollten sie genauso wie die, wissen Sie, es gab einen, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich wollte die ganze Zeit das erwähnen, mir fällt der Name ein, amerikanischer General war das, es war ein Interview im Stern sogar, der gesagt hat, zu Beginn des Konflikts mit dem IS, dass er hat einen Vergleich gezogen zwischen, ich glaube, das war im Stern, ich habe das im Internet gelesen, dass er hat den Iran mit der Sowjetunion verglichen. Das wird den Faschismus, den Nationalsozialismus, das IS, jetzt erstmal besiegen und dann kommt die Sowjetunion, dann kommt der Iran dran. Die Gegenseite war stärker jetzt gerade und schneller. Die Drohungen der Gegenseite sind realer als die Drohung eines amerikanischen Generals, der sagt, wir werden erstmal dann die IS besiegen und dann den Iran. Haben sie nicht geschafft. Aber die Iraner sagen jetzt, als nächstes
kommt die US-amerikanische Präsenz dran. Und im Übrigen, auch das ist ein alter Plan. Das werde ich auch noch los. Es gab unter Khatami, und das war sogar ausgesprochen der Khatami selbst gewesen, der von einem Broader Middle East gesprochen hat. Was war das für ein, wie kam diese Paradigma zustande? Als der Bush damals von einer Demokratisierung des Nahen Ostens geträumt hat, weil sie alles demokratisieren können, von heute auf morgen, so die Pflanze aus dem, so ziehen können und dann wächst die Pflanze, so, was leider nicht geht, so, die Antwort auf diesen Broader Middle East im US-amerikanischen Sinne war von Khatami damals formuliert worden, ein Broader Islamic Middle East. Und zwar ohne die Präsenz der USA in Afghanistan, in Saudi-Arabien und im gesamten Persischen Golf. So, das ist Staatsprogramm. Staatsprogramm des Islamismus ist die Einflusszone des Westens zu beseitigen. Und, da, und ich sage ja immer, der Westen ist einfach nicht konsequent. Der einzige konsequente Akteur im ganzen Geschehen sind die Islamisten. Die sind einfach entschieden. Die haben einen Plan, die haben ein Programm, die haben eine Ideologie im Kopf und das setzen sie auf Teufel komm raus und sind bereit, ihre Kinder in den Tod zu schicken, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist der Unterschied zwischen Totalitarismus und Nicht-Totalitarismus. Ich würde sogar behaupten, das ist der Unterschied zwischen Iran und Saudi-Arabien. Die Saudis, gut, kann man auch nicht mehr sagen, die Saudis sind auch bereit, von der eigenen Familie von heute auf morgen, wenn es um einen konkreten Plan geht, beseitigen sie von heute auf morgen. Wird das Durcheinander nicht viel größer, je mehr die Amerikaner sich einmischen, wenn sie mit einer Lüge in ein Land einfallen, zum Beispiel? Also die verstehen nicht, was sie tun da. Ich verstehe das auch nicht mehr. Ja, aber die Amerikaner am wenigsten. Deswegen habe ich auch meinen Fellowship nicht mal. Nein, aber ich verstehe das nicht, weil ich glaube, dass... Ich sage das mal an. Gut, okay, jetzt wird es schon fast persönlich. Nein, ich glaube, dass tatsächlich eine Lösung nur eine transatlantische sein kann. Und eine Lösung, so banal und vielleicht auch einfach das klingt, kann tatsächlich ohne die Rolle Deutschlands nicht passiert. Davon bin ich im Übrigen überzeugt. Das habe ich auch schon immer gesagt. Weil die deutschen Experten sehen das Problem sehr wohl und sehr gut, können sehr gut analysieren, sind nicht bereit zu handeln. Ein gutes Beispiel dafür ist, das Bundesministerium für Wirtschaft sagt momentan keine Beziehungen zum Iran. Während auf der Ebene der Hochschulrektorenkonferenz wir kurz davor waren, Wissenschaftsbeziehungen mit dem Iran aufzubauen. Das ist zum Beispiel typisch deutsch. Na gut, das ist also nochmal ein... verschiedenen Ebenen, das unterschiedlich gesehen wird. Aber das Wirtschaftsministerium sagt ja nicht... Gegeben. Ja, aber das Wirtschaftsministerium sagt auch nicht gänzlich nein. Also sie sagen... Aber das war zumindest letzte Woche... Low level. Low level. Na, ja. Gut. Oder ganz nein? Also in Potsdam hieß es auf der Konferenz nein. Okay. Ja, das war es. Ja. Aber da wissen Sie sicherlich mehr Bescheid, weil ich kenne das Wirtschaftsministerium auch nicht. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass die höchstens sagen, warnen vor Investitionen, so hieß es mal. Ja. Also, aber gut, nee, das ist ja dasselbe wie mit der akademischen Zusammenarbeit. Ich habe mal die Zusammenarbeit mit einem bestimmten Institut kritisiert, das im Iran Meinung. Ich habe die Sachen gelesen und war erschrocken. Das ist wirklich ein antisemitisches Institut. Das ist wirklich ein Institut, das sich als religionswissenschaftliches Institut verkauft. Aber es tatsächlich, ich habe die Schriften auf Persisch gelesen, dann kann ich nicht schweigen, wenn ich das lese. Ich kann es nicht. Wenn ich etwas weiß dann, und man mich fragt, muss ich zumindest antworten. Auch wenn ich dann nicht darüber rede, aber wenn man mich fragt, bin ich so aufrichtig und sage, ja, die haben das so und so gesagt. Wenn sie sagen, wir üben einen Dialog aus, aber um unsere Gegenseite zu überzeugen, dass der Islam was Besseres ist und unser Ziel ist, in unserem Dialog
durchzusetzen. Und wir schulen unsere Wissenschaftler so, dass unsere Wissenschaftler die Fähigkeit bekommen, die Gegenseite zu überzeugen. Dann muss man das so sagen. Das war meine Aufgabe. So, das wird aber, genau das wird unterschätzt. Ich bin noch nicht mal gegen Dialog. Ich bin für einen Dialog. Aber einen wirklichen Dialog, so dass man, dass es möglich ist, dass man wirklich sich austauschen kann. Aber wenn ich weiß, dass dieser Dialog gar nicht stattfindet, aber man von Dialog spricht, dann würde ich das auch sagen dürfen. Dass dieser Dialog eigentlich kein Dialog ist, Leute. Also das ist so, und wenn es zur Wirtschaft wird, für die Wirtschaft, ich kann das sogar, weil es auch angesprochen ist, ich habe es doch gar nicht behandelt, Sie haben das angekündigt, es war eine These und es ist immer noch meine These, dass Wirtschaftsbeziehungen, ich unterscheide da, Wandel durch Handel war möglich dann, wenn ein System tatsächlich wandelbereit ist und wandelbar ist. Ein System, das nur das Geld nimmt, aber mit der Faust antwortet, wird sich nicht wandeln. So, und das muss man aber erkennen. So, wann ist denn ein Wandel tatsächlich durch den Handel möglich? So, und ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass sie immer stärker werden. Das war die Geschichte. Und irgendwann muss man dann die Geschichte wenigstens ernst nehmen. Im Fall des Irak hat man gesagt, wir schwächen den Iran. Im Fall von Afghanistan hat man gesagt, wir schwächen den Iran. Immer sind sie stärker geworden. Und heute, wie gesagt, stehen sie vor den Grenzen. So, und das ist absurd. Das ist inzwischen ein absurdes Spiel und so eine Verkennung eines historischen Prozesses, wo ich denke, wo sind wir geblieben? Wo sind die Köpfe geblieben? Und an der Stelle, ich war ja woanders, an der Stelle denke ich, man braucht den deutschen Tiefsinn, tut mir leid, das ist ein bisschen über, so, und ein Mindestmaß von der Bereitschaft, weltpolitisch zu handeln, wie das die USA macht. Aber das nur einem blinden, handelnden Weltmacht zu überlassen, das gibt Katastrophen. Das sage ich auch, tut mir leid. Da brauchen wir auch ein bisschen da würde die deutsche Expertise, wenn sie in einer gesunden Mischung zustande kommt, nicht nur nicht schaden, sondern sie kann nur heilsam sein. So, und das fehlt. Es gibt da das heißt, eine transatlantische Allianz, die wirklich mit einer konkreten Zielsetzung vollzogen wird, die fehlt. Wir haben keine transatlantische Policy in Bezug auf den Nahen Osten. Und das ist das Problem. Ja, das klingt auch nach einem guten Schlusswort am Ende. Dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie hier waren bei uns, dass Sie den Vortrag gehalten haben. Ich hoffe, alle haben was mitgenommen. Ich wünsche dann auch allen einen guten Nachhauseweg.